Ja, hallo zusammen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Freunde. Jetzt sind Sie bestimmt überrascht. Wieder eine neue Veranstaltung, werden sich viele denken. Endoscopy for You. Und Sie sehen schon am Hintergrund, es ist ein bisschen anders wie sonst. Aber keine Sorge, das ist nicht nur für die unter 30-Jährigen gedacht, sondern Endoskopie hält ja jung. Ich glaube, jeder ist angesprochen, deswegen auch der Name Endoscopy for You. Ich sagte schon, braucht es das? Und Sie kennen vielleicht diese Szene. Ja, muss das sein. Hey? Braucht es das? Hey? Braucht es das? Nein? Oder? Das war Herr Polt, den viele vielleicht erkannt haben. Wir haben uns auch die Frage gestellt, braucht es in dieser Zeit wieder eine neue Endoskopieveranstaltung? Die Frage können wir nicht beantworten, die beantworten Sie als Teilnehmer. Wir haben uns ein Konzept überlegt, wo wir denken, das ist was für Sie, for you, endo for you. Und der Plan oder die Idee ist, dass wir quasi aus einem Zentrum, insgesamt werden sich die vier großen Live-Endoskopie-Zentren hier zusammenfinden, also Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Augsburg. Aus diesen Zentren werden wir in regelmäßigen Abständen übertragen und werden aber auch Experten einladen zu interessanten Themen. Und wir haben natürlich auch, und ich freue mich besonders, dass ich diese Sitzung heute mit Andrea May moderieren darf. Und vielleicht kann die Regie heute unsere Experten schon mal einblenden, damit wir alle uns mal hier in der Runde sehen. Genau, herzlich willkommen. Aus dem Fantasy-Studio in Augsburg. Bei euch schaut es eher gesitterter aus, aber ich denke, wir wollen ja jung bleiben mit der Endoskopie. Insofern fand ich die Idee durchaus mal etwas anders und auch den Trailer, muss ich sagen, fand ich sehr ansprechend. Ist einfach mal ein bisschen was anders, aber auch das Konzept ist was anders. Und wie gesagt, freue ich mich, mit Andrea May das zu moderieren. Und als Experten werden uns Herr Rösch und Herr Feiß Fälle zum Thema Barrett-Diagnostik zeigen. Und am Schluss wird uns Brigitte Schumacher dann sagen, was wir alles richtig oder falsch Ihnen vorgestellt haben. Warum Barrett-Diagnostik? Ich zeige Ihnen mal ganz kurz eine Folie. Vielleicht kann man die kurz einblenden. Das ist ein Bild aus einem Trainingskurs. Das hatten wir 2019, als die ISGE in Prag war. Und das machte ich zusammen mit Thierry Pochon. Das war von der Firma Olympus, diese Veranstaltung. Auch diese Veranstaltung wird von der Firma Olympus unterstützt und von der Firma EPWI. Hier schon mal vielen, vielen Dank. Und das Ziel war, die Kolleginnen und Kollegen zu trainieren. Was ist ein normaler Barrett? Wie findet man Dysplasien? Und wir werden mit Ihnen heute besprechen, wie Sie solche Zungen, die Sie dann im Weißlicht anschauen, die Sie mit neuen Modalitäten sehen werden, beurteilen. Das war damals so das Ziel. Daraus haben sich andere Klassifikationen entwickelt. Das werden wir im Detail heute mit Ihnen besprechen. Hier einfach mal nur exemplarisch so ein Bild einer Barrett-Mukosa oder hier ein anderes Bild. Aber wir werden das im Detail mit Ihnen dann durchgehen. Das nur als Einstieg. Anfang wollen wir live mit einem Fall heute aus dem Klinikum. Und wir gehen mal in den Nebenraum. Dort ist Dr. Ibigbo und die Schwester Annika und Elisa und Herr Mendel, ein Informatiker aus der OTH in Regensburg. Der wird Ihnen noch gleich erklären, was wir heute Besonderes vorbereitet haben. Aber Herr Ibigbo, jetzt würde ich sagen, zeigen Sie uns mal, was Sie da Schönes haben. Ist es überhaupt ein Barrett? Der Patient ist ja heute erst gekommen, wir kennen den Befund nicht. Und auch danke an die Patienten, die da tatsächlich sich nachmittags um 5 bereit erklären, die Endoskopie etwas verspätet noch durchführen zu lassen. Aber jetzt wollen wir mal sehen, was Sie uns zeigen können, Herr Ibigbo. Okay, lieber Herr Messmann, liebe Expertenrunde, vielen Dank für die Vorstellung, vielen Dank für die Einladung. Ich darf Ihnen den ersten Fall zeigen. Und zwar handelt es sich um einen 60-jährigen Mann, der schon viele Jahre an Sodbrennen leidet. Der war vor 2, 3 Jahren bereits mal bei einer Magenspiegelung
Und da weiß er aber sicher, dass nicht sicher, ob Barrett diagnostiziert wurde. Er ist dann jetzt vor ein paar Wochen wieder zu seiner niedergelassenen Gastroenterologin gegangen. Herr Victor, vielleicht kann man das Mikro ein bisschen von der Maske wegnehmen, das vibriert so. Jawohl. Irgendwie. Ist besser so? War die Akustik. Jetzt ist es zu leise. Jetzt müssen versteht man mich sprechen. Besser? Ja, okay. Aber laut sprechen. Versteht man mich? Ja. Gut, okay. 60-jähriger Mann, dann wegen Sodbrennen nochmal zur Gastroskopie gegangen. Jetzt ein Long-Segment Barrett. Ösophagus festgestellt. Ich sage bewusst Long-Segment Barrett, weil ich bis jetzt die Prag-Klassifikation bei ihm nicht kenne. Das werde ich auch nochmal erklären. Es wurden Stufenbiopsien gemacht und in den Stufenbiopsien wurden Low-Grade-Dysplasien festgestellt. Und der Patient, und aber außerdem also auch starke entzündliche Veränderungen. Er wird uns jetzt zugewiesen zur weiteren Diagnostik oder zur erneuten Beurteilung und Empfehlung, wie es weitergehen soll. So, ich spiegle jetzt einfach vor. Wie Sie sehen, habe ich eine Aufsatzkappe. Generell, wenn wir einen Barrett beurteilen, versuchen wir immer mit der Aufsatzkappe den Barrett zu inspizieren. Das mache ich jetzt auch. Bitte nochmal. Was für ein Endoskop haben Sie da? Genau, ich arbeite mit einem 1500 EZ-1500er Endoskop mit dem EVIS X1 Prozessor, CV1500 Prozessor der Firma Olympus, mit allen möglichen Funktionen wie das Extended Depth of Field, EDOF, NBI und vor allem das TXI, das Texturon Color Enhancement Imaging. So, ich bin jetzt schon in im Ösophagus. Das allererste, was ich mache, wenn ich eine Barrett-Inspektion oder eine Barrett-Beurteilung mache, ist, dass ich den Barrett sauber mache. Das haben wir jetzt im Vorfeld schon gemacht. Wir haben mit Saab Simplex die Bläschen weggespült. Ich habe einen Endowasher am Fuß und kann im Prinzip diesen Barrett schön sauber machen. Das ist das A und O. Da dürfen keine Bubbles übrig bleiben oder keine Schleimhautfetzen oder Mucosafetzen. Genau, jetzt spiegel ich mal langsam vor in den Magen. Jetzt bin ich schon im Magen. Und das Erste, was auffällt bei diesem Patienten, ist, dass er eine Hernie hat. Und zwar eine große Hernie, die ich Ihnen jetzt zeigen werde. Hier sehen Sie, wie der proximale Magen sogar nach oben in diese Hernie hinein disloziert. Ich hoffe, das ist zu sehen. So, und die Zwerchfellschenkel sind ungefähr auf Höhe 36. Und der Barrett selber fängt ungefähr auf Höhe 33 an. Die Frage ist auch immer, wo beginnt der Barrett? Woher wissen wir, wo der Barrett genau beginnt? Und da ist eine ungefähre Übereinstimmung letztendlich angenommen worden, dass man den Barrett letztendlich immer vom Oberrand der Magenfalte, von dem Oberrand der Magenfalte bestimmen soll, so wie hier im Bild zu sehen war. Ich tue es mal ganz kurz nochmal freezen. Und hier. Also Sie sehen es jetzt bei 12 Uhr, Ende der Magenfalte und darüber beginnt dann der Barrett. Das ist schon mal das also eine. Sie würden das jetzt ist sagen, ungefähr 3, jetzt hier 3 cm Hernie und richtig. Beginnt. Und der Unterrand des Barretts fängt jetzt bei 33 Zentimetern an. Das können wir uns merken, diese Zahl. Weil das Nächste, was ich mache, ist letztendlich, versuche erst einmal die Prag-Klassifikation anzugeben. Das heißt, der Unterrand fing bei 33 an. Ich ziehe das Endoskop langsam zurück. Ich schaue noch gar nicht so genau hin auf den Barrett. Ich will jetzt erst einmal einfach nur meine Prag-Klassifikation angeben. Sie sehen, wie lang und ausgedehnt dieser Barrett ist.
Es ist sicher schwierig, so eine große Fläche zu beurteilen, aber das werden wir nachher noch versuchen. Ein paar Minuten haben wir Zeit. So, ich ziehe es jetzt ganz hoch bis zum Ende der zirkulären Ausdehnung. Ja, also das ist jetzt die maximale Ausdehnung, aber ich möchte erst einmal die zirkuläre Ausdehnung haben. Und die ist hier ungefähr bei 23 Zentimetern. Ja? Das heißt, ich habe eine zirkuläre Ausdehnung von 33 bis 23. Das wäre die zirkuläre Ausdehnung mit dem Buchstabe C angegeben, C10. Und dann, wenn ich dann die maximale Ausdehnung angeben möchte von der Bragg-Klassifikation, dann ziehe ich nochmal ungefähr 2 Zentimeter zurück. Das sind jetzt C10, M12. Also ein Barrett-Ösophagus, C10, M12 nach der Bragg-Klassifikation. So, das haben wir jetzt schon mal. Der nächste Schritt ist, dass ich wieder von unten anfange. Ich sauge wieder die Flüssigkeit ein bisschen ab, die sich hier immer wieder ansammelt. Die Flüssigkeit schwappt einfach ungehindert aus dem Magen hoch. Erklärt auch sein Sodbrennen. Ich sauge ein bisschen ab von dem aus dem Magen. Jetzt geht es darum, zu schauen, ob ich irgendwelche sichtbare Läsionen in diesem Barrett erkenne. Darf ich noch mal ein bisschen Saab haben? Immer wenn ich so Bläschen habe, sehe, da bin ich ganz empfindlich, versucht immer wieder loszuwerden. Also die Bläschen, die mag ich überhaupt nicht, die stören. Der Kollege, der den Patienten zugewiesen hat, der hat nichts gesehen, oder? Der Zugewiesene, der Zuweiser hat nichts gesehen, keine sichtbare Läsion, das ist korrekt, aber in den Quadrantenbiopsien wurde in einer bestimmten Höhe wurde Low-Grade-Dysplasie beschrieben. Okay. So, jetzt gehe ich langsam zurück. Ich gehe erst einmal standardmäßig in Weißlicht zurück. Ich schaue jetzt gar nicht so genau hin in Near-Focus oder Dual-Focus oder NBI oder so etwas. Ich gucke einfach nur, ob mir irgendwas auffällt in der groben Morphologie. Und ich sehe immer wieder solche Stellen hier, die für mich wahrscheinlich Biopsiestellen sind von diesen vorangegangenen Quadrantenbiopsien. Das war im Februar, auch hier zum Beispiel. Und steht der Patient aktuell eigentlich unter einer Protonenpumpenhämmertherapie? Ja, genau. In der Indexgastroskopie waren ausgeprägte entzündliche Veränderungen zu sehen, wahrscheinlich deutlich ausgeprägter als jetzt hier. Und er wurde für 2 Wochen auf 80 Milligramm Pantoprazol gesetzt und ab dem Zeitpunkt dann auf 40 Milligramm. Das heißt, er ist aktuell unter 40 Milligramm PPI. So, und jetzt, wenn wir langsam weiter zurückgehen, dann sehen wir immer wieder für mich entzündliche Veränderungen, so wie hier. Entzündlich schrägstrich narbige Veränderungen, entweder vom Reflux, beziehungsweise möglicherweise auch von den Biopsiestellen. Jetzt merke ich mir hier eine Stelle bei 6 Uhr, die für mich ein bisschen anders ausschaut als diese übrigen entzündlichen Stellen, aber ich komme nochmal drauf zurück. Ich ziehe einfach mal weiter. Ich merke es mir, das war ungefähr bei 28 Zentimetern, 6 Uhr. Okay? So, ich gehe jetzt weiter zurück. Und immer noch alles relativ regelmäßig, plus minus entzündliche Veränderungen. So, und jetzt hier oben ausgeprägte, entzündlich vernarbte oder narbige Veränderungen hier am Oberrand seines Barretts. Hier ist es natürlich schwierig zu sagen, was jetzt was ist. Diese abgehaltenen Ulzera hier, diese diffuse Verteilung, diese längs gezogenen Pits und Furchen, und insbesondere hier, diese klassische Refluxveränderung hier oben, sagt mir, dass das hier oben eigentlich wahrscheinlich alles Entzündung ist. Ja? Und keine Dysplasie. So. Dann würde ich ganz gerne zu dieser Stelle bei 28 cm nochmal vorgehen. Das war eine ganz subtile, feine Stelle, hier bei 6 Uhr, knapp oberhalb von den anderen, hier. Das ist mit ein bisschen Fantasie,
jetzt bei 6 Uhr. Da sehe ich schon ein bisschen mehr aus meiner Sicht als eine reine entzündliche Veränderung. Und diese Stelle werde ich gesondert biopsieren, in einen extra Topf tun wollen, bevor ich dann meine Quadrantenbiopsien mache. Aber bevor wir mit den Biopsien beginnen, würde ich ganz kurz noch zwei Dinge machen. Erstens, ich würde ganz gerne, und bevor ich die Chromoendoskopie mache, natürlich, bevor ich die Essigsäure und die Indigo-Kamin-Chromoendoskopie mache, würde ich ganz gerne Robert Mendel vorstellen, der unser Ingenieur und Informatiker aus Regensburg, mit dem wir zusammen eine KI trainiert und programmiert haben, der in der Lage ist, Läsionen zu detektieren, als auch zu charakterisieren. Vielleicht kann man diesen Bildschirm von der KI einstellen an die Regie. Einblenden, genau. So, jetzt haben wir jetzt sehen wir unser Barrett User Interface. Alles, was grün ist in dieser Barrett Ampel links oben, ist sozusagen, genau, Robert umrandet es, ist Barrett ohne Dysplasie. Alles, was dann rot aufleuchtet, ist ein Hinweis der KI, dass da irgendwas sein könnte. So analog wie bei den Polypendetektionssystemen im Kolon, gibt es dann halt ein Kästchen oder ein Heatmap oder so etwas. Und da kann ich im Prinzip näher dann drauf eingehen. Und mich würde schon interessieren, was die KI zu dieser Stelle hier bei 6 Uhr sagt, ob es jetzt hier, genau. Können Sie mal auch auf Ihr Fokus noch gehen, Herr Bicko? Ja, genau. Es ist direkt unterhalb der Wirbelsäule und darum finde ich, ist es ein bisschen schwierig, genau das perfekt in Bild zu kriegen. Aber das ist jetzt hier. Genau das meine ich. Ja? Genau diese Stelle, die die KI jetzt auch einzeigt, wäre die Stelle, die einzige Stelle, die mir jetzt ins Auge gesprungen ist. Gibt es Kommentare, Herr Messmann, oder aus dem Expertenkreis? Ja, ich habe die übersehen. Nach der Bing-Klassifikation. Wie oft sehen Sie es denn? Wie oft sehen Sie es denn, dass Sie bei Low-Grade auch wirklich Veränderungen in der Schleimhaut sehen? Denn an sich ist das ja so eine frühzeitige Veränderung, dass strukturell kaum was zu erfassen ist. Absolut. Gebe ich Ihnen absolut recht. Ganz selten bei Low-Grade-Dysplasien. Meine Erfahrung ist eher, dass ich Farbunterschiede sehe in der Barrett-Zunge. Die sieht dann oft ein bisschen rötlicher aus. Es kann auch sein, dass das einfach eine Biopsiestelle ist. Ja? Mhm. Ich finde, dass diese Stelle allerdings jetzt hier, genau in der Mitte, ein bisschen anders ausschaut. Ja. Ja. Mhm. Ja? Mhm. Die sieht ein bisschen anders aus wie die übrigen Narbenstränge, sage ich mal. Ja. Nee, es war jetzt schön zu sehen. Ich glaube, gut, manchmal ist es ja tatsächlich so, wir biopsieren Low-Grade und haben dann High-Grade letztendlich, wenn man resiziert. Ne? Also das ist ja gar nicht so selten. Ja, richtig, genau. Aber das ist jetzt vielleicht eine suspekte Stelle. Wenn man jetzt kein KI hat, wir Big jetzt Bow, das haben wir jetzt noch die wenigsten und es gibt es auch noch nicht kommerziell erhältlich. Wie macht man denn jetzt weiter? Biopsieren, haben Sie gesagt, Färbetechniken, NBI, TXI, genau. Was ist so Ihre Empfehlung? Okay, können wir an die Regie die User Interface wieder rausnehmen und das normale Endobild zeigen? Also genau, super, vielen Dank. Das nächste ist jetzt schon jetzt beeindruckt, finde ich. Ja. Das nächste ist die Essigsäure-Chromendoskopie. Und das werde ich jetzt machen. Das ist jetzt 1,5% Essigsäure. Die werde ich jetzt über einen Sprühkatheter über die gesamte Fläche des Barretts verabreichen. Ich fange auch da wieder von unten und gehe langsam nach oben vor. Bevor Sie, Elisa, kannst du anfangen? Herr Bicko, bevor Sie sprühen, stopp mal. Ja. Machen Sie eigentlich Unterwasserendoskopie auch im Ösophagus? Ist ja manchmal hilfreich, wenn der Lichtreflex weg ist. Absolut, mache ich sehr gerne. Ich wollte es hier auch machen. Das Problem ist, ich habe beobachtet, dass es sofort alles wieder hoch wirkt und anfängt zu husten. Okay. Und das, wir wollen keine Aspiration riskieren. Also bei den Intubierten, bevor der endoskopischen Resektion, mache ich das schon.
Ja, im Magen oder im Kolon ist manchmal die Unterwasserinspektion, weil man dann die ganzen Lichtreflexe vermeidet, okay, und so ein bisschen einen Zoom-Effekt auch hat, sehr hilfreich. Ne? Aber beim beim Barrett, der bis 28 cm hoch geht, glaube ich, ist das Aspirationsrisiko für die Patienten sehr hoch. Nehmen Sie immer einen Sprühkatheter oder jetzt nur, weil der Barrett so lang ist? Genau, gute Frage. Ich nehme nicht immer einen Sprühkatheter, wenn der Barrett kurz ist, dann brauche ich keinen Sprühkatheter. Stopp. Okay. Aber weil er jetzt so lange ist, ich möchte auf jeden Fall Essigkontakt zu dem gesamten Barrett ermöglichen. Und darum habe ich jetzt das Sprühkatheter genommen. Ja, machen wir auch so. Beim Essig gibt es eine ganz wichtige Botschaft, und das ist das sogenannte De-Whitening. Sondern die Barrett-Metaplasie ohne Dysplasie bleibt ungefähr 5 Minuten rot. Ja? Da gibt es auch eine Arbeit von der Gruppe von Pradeep, wo man gesehen hat, dass der normale Barrett ungefähr nach 5 Minuten anfängt, diese weißliche, zuckergussartige Farbe zu verlieren. Der dysplastische Barrett, je nachdem wie hochgradig die Dysplasie ist, braucht ungefähr 1 Minute, 2 Minuten. Je tiefer invasiv und je enddifferenzierter das Karzinom ist, desto schneller verliert es diese weißliche Farbe, sogenannte De-Whitening-Zeichen. Wo man natürlich aufpassen muss, ist Entzündung und natürlich auch die Kappe. Wenn ich jetzt mit der Kappe drüber schappel, dann habe ich natürlich auch ein De-Whitening. Und jetzt warte ich einfach mal 1-2 Minuten. Das De-Whitening-Zeichen. Und schauen Sie das dann im Weißlicht an oder mit NBI? Genau, ich schaue mir das erstmal in Weißlicht an. Also das De-Whitening-Sign, also die Verlust dieser weißen Oberfläche. Und das ist ganz typisch auch, dass der Patient mit der Essigsäure anfängt zu husten. Das passiert auch immer. Sehen wir gerade. Okay, jetzt haben wir ungefähr eine halbe Minute geredet und gewartet. Jetzt gehe ich langsam vor, schaue mir das Ganze von oben an, ob ich irgendwo bereits was erkenne. Bis jetzt nichts. Auch diese ganz subtile Veränderung vorhin, was ich gesehen habe, da erwarte ich, wenn überhaupt, ein De-Whitening ganz spät. Also so richtig springt einem ja nichts ins Auge, oder? Also bis jetzt springt nichts ins Auge, absolut richtig. Und ich habe es auch nicht, ehrlich gesagt, auch nicht anders erwartet. So weil, wie Frau May schon gesagt hat, wenn das bei 6 Uhr vorhin überhaupt was ist, dann ist es eine extrem frühe Veränderung. Und ob das dann überhaupt schon dieses De-Whitening-Zeichen nach ein, zwei Minuten zeigt, ist mehr als fraglich. Okay. Genau, was man aber auch zusätzlich noch machen kann, ist auf NBI das Ganze schalten. Und das war diese Stelle, Moment. Ist da bei 6 Uhr? Aber hier eher von der Kappe drüber gestapelt. Genau. Okay. Geh hoch, diese ganze Oberfläche ist gut zu beurteilen. Was man aber auch noch kommentieren muss zur Essigsäure, ist, dass wir die Gefäße danach nicht mehr beurteilen können. Das muss man auch wissen. Wenn man die Gefäße vor der Essigsäureanfärbung weißlich und NBI schön sehen konnte mit der Bing-Klassifikation und so weiter, das ist nach der Essigsäureapplikation eigentlich nicht mehr möglich. Und als letzter Schritt vor den Stufenbiopsien würde ich jetzt die Indigokamin-Anfärbung machen, auch wieder über den Sprühkatheter. Okay. Bei der Indigokamin-Anfärbung, also bei der klassischen Dye-Chromoendoskopie, ist es so, dass man erwartet, dass nicht dysplastischer Barrett einfach schön bläulich bleibt. Okay, kannst anfangen. Ich gehe auch wieder, stopp mal kurz. Genau, dass ich überall erwische, weiter. Schön gleichmäßig verteilen. Na, jetzt stopp mal. Vielleicht können Sie dann auch nochmal das TXI im Zusammenhang mit dem... Nochmal. Genau, das mache ich jetzt gleich nochmal. Okay, stopp. Das glaube ich... Okay, noch einmal. Da gibt es meines Wissens noch keine Studie dazu. Es gibt, wie Herr Ebigbo schon sagte, von Pradeep Bhandari den ABBA-Trial mit der Essigsäure, wo man
tatsächlich die Anzahl der Biopsien auf ein Zehntel reduzieren kann und gleich effektiv ist. Also damit wir hatten das ja im Hochrisikokollektiv bei uns auch schon mal an 700 Patienten gezeigt, dass die Zahl der Biopsien drastisch reduziert werden kann. Ja, ja. Ja, aha. Genau, und jetzt, ich bin in diesem TXI-Modus und auch hier ist es ehrlich gesagt so, dass nichts ins Auge springt. Diese anderen Stellen hier rechts und hier bei 12 Uhr, das ist eher, das sind eher entzündlich vernarbte Veränderungen. Aha. Alles schön, gleichmäßig, regelmäßig. Das war die Stelle hier, die mir vorhin ins Auge gesprungen ist. Ja, die biopsieren Sie jetzt nochmal. Hier jetzt bei 6 Uhr. Die werde ich gezielt biopsieren. Da oben ist eher alles entzündlich. Genau, und somit, bevor ich mit den Stufenbiopsien jetzt anfange, bin ich mit der Inspektion und mit der Diagnostik dieses Beretts fertig. Eine Frage würde ich Ihnen gerne noch stellen. Wie groß ist denn der Patient oder die Patientin? Also die Patient ist ungefähr 1,80 Meter groß und wiegt ungefähr 85 Kilo. Warum frage ich das? Weil Sie gesagt haben, dass die Z-Linie bzw. der gastroesophageale Übergang bei 33 cm liegt. Und zwar geht es hier um Barrett, aber ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man hier dann später an die Therapie denkt. Das ist ein kurzer Barrett, der hat wahrscheinlich eine doch etwas größere Hernie, der wird Rundheilungsstörung bekommen. Wenn man dann auch mal drüber nachdenkt, eine Funduplikatio zu machen, ist das jemand, der ein hohes Risiko hat, dass die Manschette nach proximal, thorakal hochrutscht, weil der Esophagus so kurz ist. Das heißt, wir müssen tatsächlich uns viel Mühe geben, das auszumessen, damit, wenn man auch mal über Antirefluxchirurgie redet, solche Probleme vermeiden kann. Und wenn der Chirurg das weiß, dann kann er den Esophagus auch künstlich verlängern über den Fundus. Aber das ist eine wichtige Information auch für den Chirurgen. Das wollte ich noch mal anfügen, weil hier habe ich immer wieder mal Probleme gesehen. Okay, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit achten. Also Herr Bigbauer hat das wirklich, glaube ich, sehr extensiv gezeigt. Und man sagt ja, pro Zentimeter Barrett Esophagus eine Minute. Gibt es eine Studie von Herrn Sharma. Das waren jetzt 12 Minuten. So lang ist der Barrett 12 Zentimeter. Also insofern haben Sie extensiv beobachtet. Herr Bigbauer, über Therapie wollen wir heute nicht sprechen. Aber für den Fall Low-Grade bestätigt sich, und es ist aber multifokal, dann würden wir hier eine RFA sicherlich empfehlen. Ne? Genau. Also aber das können wir vielleicht mal in einer anderen Sitzung besprechen. Müssen wir nicht jetzt. Genau. Ich glaube, das war jetzt erstmal ein eindrucksvoller Fall. Andrea, macht es hier ähnlich oder hast du noch einen Tipp für unsere Zuhörer? Hast du noch einen Farbstoff auf Lager oder Hinweise, wie man... Da gehöre ich noch zu den Dinosauriern, die dann Methylenblau nehmen, weil Methylenblau tatsächlich eine echte Chromoendoskopie ist, wo es zu Reaktionen von dem Blau mit den Becherzellen kommt. Und hier kann man tatsächlich auch bei Low-Grade-Neoplasien unterschiedliche Färbeverhalten erkennen. Das ist aber eine aufwendige Färbung, die man auch gelernt haben muss. Ich bin damit noch groß geworden, weil es damals noch kein Essig gab und wir haben das jeden Tag gemacht. Braucht man etwas Erfahrung für die Interpretation. Aber ist durchaus eine Möglichkeit. Okay. Aber ich glaube, wahrscheinlich reicht heutzutage, so steht es auch in der Leitlinie, Essig und NBI oder BLI, um dieses Dewitening noch nachzuweisen als sichere Technik in der Mehrzahl. Das sind auch nur für Low Grades, wo man dann tatsächlich nichts erwartet an strukturellen Veränderungen. Ja. Alles klar. Ich würde sagen, Herr Bigbauer macht seine PEs aus dieser auffälligen Stelle und dann natürlich nach dem Seattle Biopsy-Protokoll noch die Quadranten. Und in der Zwischenzeit, wir haben noch einen zweiten Fall vorbereitet, wir müssen dann den Raum wechseln, einen anderen Patienten. In der Zwischenzeit würde ich mal unsere Experten bitten, Thomas und Sigi, ihr habt ja auch ein paar interessante Fälle, glaube ich, mit dabei. Vielleicht können wir uns die mal anschauen. Und vielleicht könnt ihr auch das noch kommentieren, was Herr Bigbauer uns gerade gezeigt hat, ob ihr da noch irgendwelche Auffälligkeiten gesehen hättet oder gemacht hättet. Sigi, was ist deine Meinung zu dem Fall? Mal, also
wunderbarer Fall, weil das ist ja das tägliche Leben. Wir bekommen einen Patienten, da ist eine Dysplasie beschrieben, wir gucken rein und je länger der Barrett ist, umso schwerer tun wir uns häufig, diese Dysplasie zu finden. Und bei den Low-Grade-Dysplasien ist es ja dann ganz häufig, dass wir auch nichts finden. Deswegen super demonstriert von Herrn Epigbo und auch mit der KI. Das war ja schon schön. Er hat ein Areal detektiert und die KI hat es auch gezeigt. Vielleicht ist das wirklich eine Zukunft, die in der Zukunft etwas, was uns hilft. Ja, also da stimme ich dir vollkommen zu. Und wir haben auch so ein bisschen jetzt gemeinsam was vorbereitet. Ich fange mal an mit der Barrett-Diagnostik. Gehe nochmal von Anfang an. Sie kriegen dann am Schluss noch eine Wertung und Einordnung und eine letztendliche Entscheidung von Brigitte Schumacher. Also erster Punkt ist ja immer die Abmessungen, das haben Sie auch gesehen. Das hat natürlich so seine Tücken. Das ist zwar die Theorie hier, wie Sie sehen vom ösophagogastralen Übergang, ist hier der zirkuläre Anteil und der M-Anteil, das muss man sich merken, ist nicht nur das, was drauf ist, sondern M heißt maximal. Das heißt, es ist die gesamte maximale Barrett-Länge. So sieht es dann aus, wenn man hier da unten in der Ferne die Kardia-Falten zu erkennen glaubt, dann ist hier noch ein bisschen mehr Zunge und hier ist der zirkuläre Anteil. Das wird dann natürlich interessant und manchmal auch verwirrend, wenn die Hernie da, sagen wir mal, ausgeprägt ist und vor allem dann die Übergänge nicht so klar und vielleicht auch noch die Magenfalten flacher, dann wird der ganze Barrett plötzlich länger. Aber eigentlich muss man sich bemühen, bei der Gastroskopie gucken, wo ist der Zwerchfelldurchtritt. Das geht manchmal durch die Atmung. Und dann, wo sind die proximalen Kardiafalten? Und dann geht es erst los. Also immer wieder gibt es da mal Überdiagnosen. Das ist wahrscheinlich kein langer Barrett, sondern sagen wir mal, das ist C2M3. Das ist dann eher ein kurzer Barrett. Und das ist so ein Fall, wo man hier schon in der Inversion gleich eine riesige Hernie sieht. Da können Sie schon mal gucken, da enden die Kardierfalten. Das ist also noch ein bisschen dann sekundär verschlossen. Und dann geht es weiter. Also wenn man das festgestellt hat, geht es dann zurück. Hier ist der Zwerchfelddurchtritt. Hier geht es in den Magen. Das sieht man ganz gut durch die Indentierung. Und wenn man wartet, kann man die Patienten auch atmen sehen. Hier geht es dann eben in den ösophagogastralen Übergang. Das mit den Falten ist nicht immer so einfach. Hier sind nämlich auch Falten. Und das ist auch so ein Barrett wie vorher. Das hält natürlich nicht perfekt still. Ganz wichtig ist eine gute Sedierung. Auch darauf wird Frau Schumacher nochmal eingehen. Wenn der Patient da ständig rumwirkt und sie auch psychisch unter Druck setzt, dann wird das nicht so eine gute Diagnostik. Hier sieht man dann die Zunge und hier ist der zirkuläre Anteil, sodass das dann C definiert und hier oben dann M. Und so sieht es nochmal mit einem etwas neueren Gerät aus. Das ist jetzt ein kurzer Barrett. Auch da muss man sich ein bisschen konzentrieren und sagen, Moment, wo ist denn, gibt es denn hier überhaupt einen zirkulären Anteil? Wahrscheinlich nicht. Hier gehen ja schon die Falten rauf und hier sieht man unten, dass praktisch der zirkuläre Anteil bis zum ösophagogastralen Übergang geht. Man muss jetzt da nicht unbedingt spitzfindig sein, aber das ist wahrscheinlich eher C0 und dann hier M2 bei diesem Barrett. Und hier breitet er sich dann etwas aus. Hier sieht man dann schon eher die Kardierfalten. Hier ist dann unten wieder eine große Hernie. Und es ist auch ein Phänomen, wenn man länger untersucht und ganz viel Luft in den Magen pumpt, dann zieht es oft die Kardier ein bisschen nach unten. Hier sieht man es nochmal, da sind die Kardierfalten, sodass dann plötzlich die Maße kürzer werden. Also so ganz auf einen Zentimeter genau geht das meistens nicht. Hier sieht man es nochmal. Hier kann man es abmessen, also hier hat sich bestätigt, hier ist auf jeden Fall die Z-Linie, also C0 und dann geht es dann hier rauf. Und die nächsten Fragen ist natürlich, ist hier was? Das haben Sie ja gerade sehr schön gesehen, wie das dann gefärbt wird. Hier mit NBI, wahrscheinlich eher wenig Barrett in diesem Fall hier, aber es geht immer hin und her und hier sehen Sie nochmal, wie der Schleim abgestreift wird. Mit einer Kappe lassen sich gerade bei diesen kurzen Veränderungen dann mehr Stabilisierungen reinbringen. Also im Zweifelsfall ist für die Feinbetrachtung wie hier, wenn man sich so aufstützt, die Kappe dann ganz gut. Hier ist
wahrscheinlich für ein EPICMO noch zu viel Schleim. Das stimmt auch, also muss man abspülen. Und dann kann man sich auf diese einzelnen Gegenden so konzentrieren, wie Sie es eben gesehen haben. Das ist natürlich viel besser. Das ist nicht so lang, der Barrett. Und hier bahnt sich was an. Gehen wir aber später noch drauf ein. Oft ist auch die Unterscheidung zwischen Cardia und Barrett gar nicht, also Cardia-Läsion und Barrett gar nicht so einfach endoskopisch. Das entscheidet dann die Histologie. Und von den Konsequenzen ist es dann auch nicht so furchtbar unterschiedlich. Jetzt gehen wir mal eins weiter. Noch was völlig Banales ist, wenn es um die Uhrzeit geht, die Gerätehaltung. Man sagt immer 12 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, aber wenn Sie sich beobachten bei der Endoskopie mit Ihrem Gerät in der einen Hand, dann kippt in der Regel die andere Hand ab und dann drehen Sie das Gerät fast immer um 90 Grad, weil man da einen schöneren Blickwinkel kriegt. Man müsste aber eigentlich, wenn man wirklich 12, 3 und 6 Uhr machen will, müsste man das Gerät genau gerade halten und dann auch beschreiben, Linksseitenlage des Patienten, gerade Gerätehaltung. Weil sonst rutscht nämlich wie hier, das ist dieselbe Läsion zu zwei verschiedenen Untersuchungen. Das ist das eine Bild, da ist es gleich bei 3 Uhr und beim anderen Bild, wenn Sie es gerade halten, ist dieselbe Läsion bei 12 Uhr. Also wenn man das mit der Uhrzeit macht und wir wollen Ihnen auch zeigen, dass es nicht ganz so unwichtig ist, dann muss das Gerät auch wirklich ganz gerade und zwar bewusst gehalten werden, weil man eben unbewusst immer so abdreht. Dann die nächste Frage ist, wie biopsieren? Das klingt jetzt so banal, aber die Leitlinien sagen, alle 1 bis 2 Zentimeter 4 Quadrantenbiopsien, also eher so auf der linken Seite, wie man es hier sehen kann. Dann ist die Uhrzeit eigentlich egal. Die Alternative, die ich, muss ich ganz ehrlich sagen, bevorzuge, wäre, dass man lieber an der Uhrzeit entlang biopsiert. Dann kann man sich immer noch überlegen, ob man das dann noch, wenn der Barrett sehr lang ist, aufteilt. Der Grund ist, dass für die therapeutische Orientierung das wahrscheinlich besser ist. Das ist ein Fall von vor einer Woche, ziemlich ähnlich dem, was wir gerade gesehen haben. Irgendwo eine Karzinombiopsie bei 33 cm, aber aus 4 Töpfen. Also weiß man nicht genau, wo man jetzt ist. Dann haben wir hier eine Läsion gesehen bei 31, dann eine bei 35. Jedenfalls ist es letztlich dann immer schwierig. Man kann dann natürlich noch genauer hinschauen. Hier mit der wunderbaren modernen Bildgebung. Hier hat auch die Biopsie stattgefunden. Hier ist aber die andere Läsion an der Cardia. Und die Frage ist eben dann, wenn man jetzt dran denkt, da ist ja eine Karzinomhistologie, dann sollte man nicht abladieren, sondern resizieren. Und dann, nachdem man nicht so leicht, zwar technisch leicht, den gesamten Barrett resizieren könnte, die Strukturbildung aber schwierig ist, müssen wir zumindest jetzt noch uns für eine Hälfte des Barretts ungefähr entscheiden. Deswegen wäre es meiner Ansicht nach besser, nicht so in den Kreisen zu biopsieren, sondern eher so, unter der Voraussetzung natürlich, dass man das Gerät gerade hält und dass diese Uhrzeit auch ungefähr stimmen. Also das ist zwar relativ komplex, aber Brigitte Schumacher wird Ihnen dann noch ein abschließendes Urteil zu diesem Thema geben. Ein anderer Punkt ist PPI vor Biopsie. Also es ist natürlich so, wenn alles diffus entzündet ist, dann sollte man nicht biopsieren, aber bitte sicherstellen, dass der Patient dann nach PPI wiederkommt. Es gibt nur einen Punkt, der ein bisschen problematisch sein kann, und zwar der, wenn es sich um eine fokale Läsion handelt. Das haben Sie schon gesehen. Das war eine junge Frau übrigens, die zur Gastroskopie gegangen ist, weil sie eine Familienanamnese hatte. Eigentlich viel zu früh, als wir ihr empfehlen würden. Und das ist das auswärtige Bild. Das springt ins Auge, glaube ich. Da ist irgendwas. Und zwar ist es die einzige Erosion. Da kann man natürlich sagen Reflux. Aber so einzelne Erosion und sonst kein einziges Refluxzeichen, das ist schon verdächtig. Es wurde biopsiert und es kam Adenokarzinom raus. Und dann natürlich feste PPI. Und so sehen Sie, wie es dann ausschaut. Das sehen Sie, glaube ich, im Alltag nur, wenn Sie wissen, dass da was sein muss. Da sieht man, das ist abgeheilt. Hier ist vielleicht ein bisschen unregelmäßig. Hier wächst was submukös. Das ist alles ganz leicht, wenn man es weiß, zu erklären, wie das aussieht. Aber ich möchte ehrlich gesagt nicht keine hohe Summe wetten, dass das jeder von uns im Alltag, wenn es schnell geht, 22 Jahre Reflux, da denkt man ja nicht dran,
Also wenn man das nicht weiß, entgeht einem das. Das ist der Nachteil vom PPI. Hier auch ein weiterer Fall mit einer deutlichen Einsenkung, die als Ulkus beschrieben war. Dann nach PPI sieht man vielleicht ein bisschen was, aber bei fokalen Läsionen, glaube ich, können PPIs kontraproduktiv sein. Und wenn man auch in der Entzündung was Fokales sieht, glaube ich, sollte man gleich biopsieren. Auch wenn man nachher vielleicht Mühe hat, das dann auseinanderzuhalten. Aber bevor der Patient PPI nimmt, es geht ihm gut, er kommt nie wieder und das Karzinom wächst fröhlich vor sich hin, sollte man das durchaus mal biopsieren. Jetzt käme das nächste Kapitel, aber ich glaube, es ist höchste Zeit, an Sigi Feist zu übergeben, der zu diesen diskreten Veränderungen aus seiner Sicht und vor allem zu den Neoplasien auch eine ganze Menge wunderbarer Bilder beizusteuern hat. Ja, Thomas, vielen Dank. Dann teile ich mal meinen Bildschirm. Kleinen Moment. Und gehe auf den Vollbildmodus. So, ich zeige Ihnen jetzt mal noch ein paar ergänzende Bilder. Und zwar, Herr Professor Rösch hat ja gesagt, dass man, oder vorhin ist auch erwähnt worden, diese sogenannte Bing-Klassifikation. Das ist eine Klassifikation, mit der man die Gefäße und die Oberfläche des Barretts separat betrachtet. Und ich sage immer mit diesen modernen, schönen Geräten, wenn man so eine Struktur sieht in so einem zungenförmigen Barrett, ich behaupte mal, da brauche ich keine Probe entnehmen, weil wenn das so ganz regelmäßig aussieht, die Oberfläche und die Struktur, dann kann man da wahrscheinlich drauf verzichten. Natürlich sollte man den Barrett generell biopsieren, aber dann lieber auf auffälligeren Stellen als aus diesen Stellen. Dann ist ja gerade gesagt worden, der Oberrand des Barretts zu beurteilen. Das ist sehr einfach, weil Sie sehr schön sehen, die Grenze vom Plattenepithel zum Barrett, zur Barrett-Schleimhaut. Hier das Plattenepithel, das ist die Barrett-Schleimhaut. Und Herr Rösch hat Ihnen vorhin auch schon gesagt, dass die Beurteilung unten, distal, zum Magen hin sehr viel schwieriger ist. Und Sie sehen jetzt auch mal auf der linken Seite im NBI-Modus hier, da sehen Sie diese, wie ich immer sage, hirnbindungsartigen Oberfläche. Das ist noch die Barrett-Schleimhaut. Und hier beginnt dann die eigentliche Magenschleimhaut nach unten. Das heißt, im idealen Fall können Sie das auch sogar schon ohne Färbung nur mit NBI so quasi sehen. Wenn Sie es dann auch noch mit Essigsäure färben und im NBI-Modus, und das Bild verdanke ich an Professor Rösch, dann sehen Sie hier sehr gut die zirkuläre Grenze und Sie sehen hier die Magenfalten, wie sie nach oben kommen und hier sieht man sehr gut die untere Grenze. Also mit den Hilfsmitteln und guten Endoskopen kann man das untere Ende ein bisschen besser sehen, als wenn man jetzt nur sich darauf verlässt, wo die Magenfalte beginnt. Dann habe ich ja gesagt, Bing-Klassifikation ist Oberflächenmuster und Gefäßmuster. Für mich, und das sind so meine Kriterien, nenne ich sie jetzt mal, und Sie haben von Herrn Ebigbo auch gehört, er achtet auf Dyskolorationen. Wenn das irgendwo ein bisschen röter ist, dann geht mein Augenmerk dorthin. Wenn der Barrett polypoide Erhabenheiten hat, dann ist es natürlich auch suspekt. Spontane Blutungen, zeige ich Ihnen nachher noch ein Beispiel. Bei Herrn Ebigbo haben Sie gesehen, da war kein einziges Blutströpfchen. Und wenn plötzlich ohne Manipulation Blut austritt, dann müssen Sie dort auch hingucken. Professor Rösch hat vorhin auch ein Beispiel gezeigt, wo er gesagt hat, wenn der Barrett unter das Plattenepithel wächst, da zeige ich Ihnen nachher auch noch ein Beispiel, und Ulzerationen, das sind natürlich Hauptkriterien, um dort gezielt hinzugucken. Jetzt sehen Sie hier mal Bilder von so einem Barrett-Frühkarzinom auf der linken Seite, Weißlichtendoskopie, hier das sogenannte TXI, ein verbessertes Weißlicht, und hier auf der rechten Seite mit NBI, wo Sie dieses unterminierende Wachstum unter das Plattenepithel besser sehen können. Sie sehen hier unten Barrett-Neoplasie, Sie sehen hier die Barrett-Neoplasie mit atypischen Gefäßen und Sie sehen zwischendrin eine kleine Zunge aus Plattenepithel, das sehen Sie auch hier. Und das sehen Sie hier drüben eher nur angedeutet. Das heißt, dieses moderne Weißlicht und NBI hilft uns in der Beurteilung. Jetzt ein Karzinom. Hier sehen Sie mal den Randbereich eines Barrett-Frühkarzinoms. Unten im Bild sehen Sie wieder die normale Barrett-Schleimhaut, Stichwort Hirnwindungen, diese gürierte Oberfläche. Links das normale Plattenepithel. Und hier sehen Sie den Übergang zwischen normalen, nicht dysplastischen Barrett in dieses Karzinom, wo Sie
keine Oberflächenstruktur mehr haben und keine reguläre Gefäßzeichnung mehr, sondern nur noch diese irregulären Gefäße. Und das ist so eins meiner schönsten Bilder, sage ich immer. Entschuldigung, das ist eins meiner schönsten Bilder. Hier sehen Sie auch wieder die normale Barrett-Schleimhaut. Hier beginnt das atypisch zu werden. Und in der Mitte sehen Sie jetzt wieder fehlende Gefäße oder völlig irreguläre Gefäße und die Oberflächenstruktur komplett weg. Das ist ein mini kleines Frühkarzinom und das zeige ich Ihnen jetzt auch quasi im endoskopischen Live-Bild einmal im Video, damit Sie auch sehen, wie ich mich dahin arbeite. Sie sehen hier den proximalen Rand. Ich gehe langsam nach unten. Sieht alles noch nach normalem Barrett aus. Dann kommt hier auf der linken Seite kommt diese Struktur. Sie sehen außenrum etwas Polypoid erhaben, in der Mitte eingesenkt. Das ist hochsuspekt. Das ist jetzt TXI, verbessertes Weißlicht, mehr Plastizität. Das Ganze noch im normalen Weißlicht und dann im NBI-Fokus. Wieder der Rand. Und dann geht es hier in die Mitte hinein, in das Zentrum dieser Läsion, die sehr klein ist. Und in der Mitte sehen Sie wieder den Defekt. Und das ist jetzt wieder quasi das Foto, wo Sie sehen, diese atypischen Gefäße. Das Ganze kann natürlich dann auch endoskopisch reseziert werden, aber das ist nicht das Thema heute. Hier, das habe ich vorhin erwähnt, unterminierendes Wachstum. Ein bisschen ein älteres Bild schon, aber eins meiner schönsten, weil ich auch passend dazu den histologischen Schnitt Ihnen nachher zeigen kann. Sie sehen hier wieder die Grenze, die Falte des Magens. Sie sehen hier das weiße Plattenepithel und Sie sehen hier diese Dyskoloration. Das ist Barrett mit Karzinom und hier oben ist das normale Plattenepithel. Aber auf dem Weg von hier bis dort oben unterminiert der Barrett das Plattenepithel und Sie haben hier eine dünnere Schicht Plattenepithel oben drüber. Und sehr schön sieht man das auch im NBI-Modus, hier wieder Karzinom. Das Karzinom unterminiert das Plattenepithel ist ausgedünnt, sieht anders aus und dann kommt eher oben erst das normale Plattenepithel. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, auch unter diesem normalen Plattenepithel wächst das Barrett-Karzinom noch unten drunter. Und das sehen Sie hier, das ist von demselben Patienten ein histologischer Schnitt. Oben das Plattenepithel, hier unten die Submucosa mit den kleinen Gefäßen. Von rechts kommt das Karzinom, oben sehen Sie das dünne Häutchen Plattenepithel. Das Plattenepithel wird immer dichter. Hier sieht es eigentlich völlig normal aus. Aber Sie sehen, wie das Karzinom hier unterminierend sich unter das Plattenepithel schiebt. Deswegen, wenn Sie Barrett resezieren und sowas sehen, immer einen entsprechenden Sicherheitsabstand lieber ein bisschen größer nehmen, weil Sie können es manchmal nicht von außen sehen, wie tief der Barrett wirklich oder das Barrett-Karzinom unter das Plattenepithel unterminiert. Spontane Blutungen habe ich vorhin erwähnt. Hier sehen Sie so eine kleine polypoide Läsion. Und hier oben sehen Sie, da tritt, ohne dass ich manipuliert habe, etwas Blut aus. Ganz hellhörig sein, Alarmzeichen, gezielt einmal an diesen Bereich gucken. Dann ein Fall von letzter Woche. Patient kam histologisch nachgewiesen, ähnlich wie vorher bei Herrn Ebigbo. Dysplastischer Barrett, geringgradige Dysplasie und wir haben gesucht und gesucht und Sie sehen hier wieder, hier ist normale Barrett-Schleimhaut, hier oben das Plattenepithel und hier sehen Sie in diesem Bereich diese atypischen Gefäße etwas herausvergrößert mit dem Nierfokus dann, mit diesen irregulären geschlängelten Verläufen der Gefäße und man sieht, hier gibt es eine Diskrepanz zwischen hier und hier. Und auch nochmal das nochmal vergrößert und jetzt nochmal im Untersuchungsvideo. Sie sehen hier wieder den normalen Barrett, kurzstreckig. Sie sehen hier eine Dyskoloration. Bei 6 Uhr ist es etwas röter. Dann kommt hier diese leichte Einziehung. Und jetzt im NBI-Modus, hier oben links normale hirnbindungsartige, ich sage es mal nicht suspekter Barrett. Und hier unten sehen Sie jetzt diese atypischen Gefäße in diesem Bereich. Hier unten normale Schleimhaut und hier diese atypischen Gefäße. Das haben wir nochmal gezielt biopsiert. Und in der Tat ist das eine geringgradige Dysplasie. Das Ganze war letzte Woche. Das werden wir jetzt entsprechend therapieren mit einer Ablation bei diesen Patienten. Und jetzt sehen Sie, durch mich schon ziemlich geschult, behaupte ich mal, um solche dysplastischen Areale zu sehen. Und Sie haben jetzt hier eine Veränderung, die ist dyskoloriert, die geht so unter das Plattenepithel drunter, die hat so eine leichte Einziehung
Und hier sieht man auch solche Irregularitäten. Und das ist ein Patient aus dem letzten Jahr, den wir 4 Wochen vor unserem Live-Kurs dann endoskopiert haben. Und dort ist eine hochgradige Dysplasie extern nachgewiesen. Und wir haben den Patienten dann live untersucht und Sie schauen sich das mal an. Bei unserem ersten 77-jährigen Patienten zeigte eine Gastroskopie bei bekanntem Short Segment Barrett Esophagus eine suspekte Barrett-Zunge mit diskolorierter Schleimhaut. Histologisch konnten hier bei High-Grade intraepitheliale Neoplasie nachgewiesen werden. Herr Feiß wird uns nun sein Vorgehen erläutern. Wir wollen jetzt euch mal zeigen, wie wir so eine Dysplasie-Diagnostik machen, wie wir uns so ein Barrett angucken. Und wir haben dazu natürlich ein tolles Endoskop, nämlich von Olympus, das GIF-HQ190. Und wir haben auch die neuen Prozessoren, die X1-Prozessoren, hier in allen Räumen standardmäßig vertreten. Und jetzt komme ich hier runter und sehe erstmal, dass da relativ wenig ist. Ja? Ich sehe hier so kleine Zungen hier, ich sehe so eine Mini-Zunge hier, eine etwas größere Zunge dann hier auf der linken Seite. Das Einzige, was wirklich auffällt, ist quasi diese Stelle. Die hat so einen Tick, eine andere Farbe, ist irregulärer. Und was auffällt ist, ich friese es mal ein hier, hier sieht es aus, als wenn unter dem Plattenepithel diese Barrett-Zellen unten drunter wachsen. Und wenn man guckt in der Mitte hier, das scheint auch minimal erhaben zu sein, dieses Hüppelchen hier in der Mitte im Vergleich zur Umgebung. Das ist jetzt mit normalen weißen Licht. Der nächste Schritt, den ich immer mache, ist dann das NBI anmachen. Und jetzt schauen wir uns mal diese kleinen Zungen hier an. Die sieht völlig regulär aus. Ich gehe zur nächsten Zunge. Diese Zunge sieht auch völlig regulär aus. Ganz homogenes Muster. Ich gehe zur dritten Zunge. Hier sehen Sie so eine kleine Insel, wie ich sie vorher angesprochen habe. Ja, harmlos. Mal die Umgebung, völlig reguläres Gefäß- und Oberflächenmuster aufzeigt. Und jetzt gehen wir zu dieser Zunge, die wir hier schon vermutet haben. Und Sie sehen jetzt ganz schön auch wieder in der Mitte dieses Unterminieren, dieser unterminierende Bereich, wo unter dem Plattenepithel so kleine Inseln von Barrett hervorsprossen. Und Sie sehen, ich gehe jetzt mal bewusst an den Rand der Plattenepithelinseln. Hier sehen Sie auch wieder normales, so hirnwindungsartiges Epithel. Und wenn Sie zwischen reingucken, zwischen dieser Insel und diesem, was ich als Unterminieren bezeichnet habe, dann hat man den Eindruck, dass das hier nicht mehr ganz so toll ist. So, wir haben das jetzt auch entsprechend reseziert natürlich. Und jetzt überlegen Sie sich mal kurz 5 Sekunden, was Sie glauben, was der Pathologe hinterher diagnostiziert hat. Bioptisch im Vorfeld High-Grade IEN. Glauben Sie, das war schon ein frühes Karzinom? Oder eine High-Grade, wie das in der Vordiagnostik war, oder nur ein Low-Grade oder vielleicht auch gar nichts. Ich sage es Ihnen mal, mein Pathologe hat mich angerufen, hat gesagt, ich habe da gar keine Neoplasie drin gesehen. Ich sehe nur normalen Barrett. Und das Ganze war nämlich ein Problem, weil der Patient nicht mit PPI vortherapiert war. Und wir haben ihn, nachdem wir ihn dann 4 Wochen vor dem Kurs gesehen haben, haben wir ihm PPIs gegeben. Und diese Veränderungen, die man am Anfang deutlicher auf dem Foto gesehen hat, die waren dann abgeheilt. Und bei der Live-Demo war ich schon, obwohl ich es Ihnen wunderschön präsentiert habe, glaube ich, gar nicht mehr ganz so sicher, dass das wirklich was ist. Und im Nachhinein war das alles nur Entzündung, die halt initial fehlgedeutet wurde. Und deswegen Referenzpathologe ist sicherlich wichtig und richtig. Und lassen Sie sich auch, wenn wir Ihnen jetzt ganz klar zeigen, wie ein Karzinom aussieht und wie diese Veränderungen sind, wir wissen auch nicht immer alles und man kann sich wunderbar täuschen. Zum Schluss, letzte Folie, meine Tipps zum Barrett-Ösophagus. Wenn Sie so einen Patienten haben, benutzen Sie Ihr bestes Endoskop. Nehmen Sie sich immer Zeit an der Z-Linie. Herr Bigbo hat das auch gesagt, wenn Sie zu viel Luft in den Magen geben, oder Professor Rösch, ich weiß nicht mehr genau wer, wenn Sie zu viel Luft geben, in den Magen gehen, dann wird die Barrett-Beurteilung schwieriger, weil der Barrett nach unten klappt. Denn die Länge ist kürzer, Sie sehen weniger von dem Barrett, aber Sie können auch weniger beurteilen. Deswegen ist mein Untersuchungsgang Einführen des Endoskopes, Betrachtung des Ösophagus, Z-Linie, Stopp. Ich bleibe stehen und ich gucke mir das ganz gezielt an beim Vorgehen.
Sie haben auch gesehen, wir alle benutzen immer Abstandskappen. Also wenn Sie so eine entsprechende Fragestellung, Barrett, haben, dann macht die Schwester immer schon eine Abstandskappe drauf. Und nicht nur auf die Kriterien Gefäße und Oberflächenmuster achten, sondern auf alles achten. Unterminierendes Wachstum, spontane Blutungen, polypoide Veränderungen, Ulzerationen. Nutzen Sie die Möglichkeiten der virtuellen oder auch der echten Gromoendoskopie. Mein Credo, ausreichende PPI-Therapie vorher, um nicht so hereinzufallen, wie wir das in dem letzten Beispiel gemacht worden sind. Und ein großes Problem, das haben Sie auch gesehen bei Herrn Ebigbo, das sind die Biopsiestellen. Wenn der Patient Ihnen zugewiesen wird und Sie gucken eine Woche später nach einer PE rein, dann sehen Sie mehrere Stellen, wo Sie diese Veränderungen sehen. Geben Sie dem Patienten etwas Zeit, 3 Wochen oder so, 4 Wochen zur Abheilung, und gucken Sie sich dann ein, dann fällt es Ihnen häufig ein bisschen einfacher. Das sind so meine Ratschläge, Thomas, und meine Tipps für Barrett. Was hast du noch hinzuzufügen dem Ganzen? Also jetzt im Moment glaube ich nichts, weil wir erwarten den nächsten Fall. Und ich glaube, wir gehen wieder zurück zu Helmut. Wir haben am Schluss dann noch eine Kleinigkeit für Fallstricke und so. Gut, okay. Ja, erstmal vielen Dank für eure tollen Präsentationen, die tollen Fälle. Ich glaube, Sigi, Thomas, KI ist bei euch gar nicht notwendig. Die natürliche I ist da schon, glaube ich, so gut, dass ihr alles entdeckt. Aber war wirklich brillant, eindrucksvoll. Wir würden gleich mit dem zweiten Fall loslegen, zeigen aber, denke und wollen das auch für unseren Hauptsponsor AppWeed, der Firma AppWeed, dafür sehr danken. Einen kurzen Trailer und dann sind wir in 2 Minuten gleich wieder für Sie da. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie. Wir beginnen unsere neue Serie Endoscopy for You unter der Leitung von Helmut Messmann. Und wir haben uns mit unserem Hauptsponsor AppWee, dem wir dafür herzlich danken, eine Besonderheit überlegt. Wir wollen nämlich ein Thema behandeln, das Endoskopiker und Gastroenterologen gleichsam bewegt, die Mucosa-Heilung. Was ist das? Und ich begrüße ganz herzlich Frau Mantai und Herrn Huber aus dem UKE, der Ersten Medizinischen Klinik, und Herrn Schreiber aus dem Universitätsklinikum Kiel. Liebe Frau Mantai, Sie haben ein paar Fälle für uns dabei. Vielleicht können Sie uns ins Thema Mucosa-Heilung einführen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Rösch, für die Einleitung. Ja, ich habe ein paar Fälle aus der CED-Ambulanz mitgebracht, wo wir uns einmal sehr schön anschauen können, ob denn die Endoskopie mit dem klinischen Verlauf und dann im letzten Ende auch mit der Histologie so korreliert. Als ersten Fall haben wir hier einen 32-jährigen Mann, der schon länger eine PSC-assoziierte Colitis hat. Durch diese PSC hat er auch schon Komplikationen gehabt, wie rezidivierende Cholangitiden. Es besteht auch schon eine Portalhypertension. Und die medikamentöse Therapie ist recht einseitig bisher. Er hat bisher nur Azathioprin erhalten, war darunter aber klinisch die meiste Zeit beschwerdefrei. Und wir sehen jetzt hier einmal die Vergleiche seiner Endoskopie aus 2017. Da sieht man im Zirkum noch eine deutliche Rötung und auch histologisch hat sich da eine aktive Colitis gezeigt, wohingegen dann 2019 eigentlich eine deutliche Befundbesserung besteht, schon von den endoskopischen Bildern her. Man kann hier die Gefäßzeichnung wieder sehr schön erkennen und wir sehen auch in der Histologie, dass sich da der Pathologe auch festgelegt hat, die Mucosa ist eigentlich wieder normal, man sieht auch keine Kryptitis mehr. Also in diesem Fall kann man eigentlich davon sprechen, dass wir eine mukosale Heilung haben nach der Definition. Gehen wir einmal zum nächsten Fall. Das ist eine 30-jährige Frau, bei der seit 2015 ein Morbus Crohn bestand, vorrangig mit Colitis-Beteiligung. Sie hat auch schon andere Komplikationen gehabt, wie rezidivierende Abszesse, unter anderem an den Beinen und in den Leisten. Hatte auch schon mal eine Medikamentenkomplikation mit Pankreatitis und ist seit der Erstdiagnose bzw. kurz danach mit Infliximab eingestellt worden. Und hier sehen wir einmal die initiale Endoskopie, die passenderweise Herr Huber gemacht hat. Das sieht man hier noch in der Endobase-Beschriftung. Und da sehen wir schon von dem makroskopischen Bild her, dass das eine schwere Colitis war mit tiefen Ulzerationen.
Und das ganze Kolon betreffend, das hat sich auch in der Histologie bestätigt, wo sich zusätzlich auch noch eine Ileitis gezeigt hat. Und wir haben hier das gesamte Spektrum der histologischen Veränderungen bei CED, was wir sehen, zum Beispiel eben Kryptenarchitekturstörungen, allerdings keine Granulome, was wir sonst manchmal auch noch erwarten würden. Die Patientin hat dann auch klinisch recht gut auf das Infliximab angesprochen und wir sehen hier in der Endoskopie jetzt eigentlich eine deutliche Befundbesserung im nächsten Jahr. Allerdings in der Histologie immer noch eine milde Colitis, Vernarbung und auch eine gewisse Eosinophilie, die der Pathologe beschreibt, sodass wir jetzt hier uns fragen können, ist das jetzt eine Mukosaheilung? Das können wir gerne gleich diskutieren. Und ich zeige noch den letzten Fall. Das ist wiederum ein 39-jähriger Mann mit auch einer PSC-assoziierten Colitis, der auch mit Azathioprin schon seit längerem eingestellt ist und zusätzlich noch als Basistherapie auch Mesalazin erhält. Hier sehen wir einmal die Bilder der Endoskopie aus 2016, die sich auch in der Histologie bestätigt haben mit einer chronisch aktiven Colitis. Wir sehen hier schön die Pseudopolypen, die sich im gesamten Kolon darstellen, dazwischen auch noch Areale mit deutlich aktiver Entzündung und ganz typisch zur PSC-assoziierten Colitis war das Rektum ausgespart. Im Verlauf dann 2019 sehen wir jetzt hier, dass sich das endoskopische Bild deutlich gebessert hat. Wir können wieder Gefäße erkennen und dem Patienten ging es auch gut damals. Allerdings auch hier in der Histologie zeigt sich immer noch eine milde Colitis, Vernarbung und eine Stromafibrose, sodass hier auch noch gewisse Veränderungen zu sehen sind. Eben nicht wie bei dem ersten Patienten. Sodass jetzt hier für unsere Diskussion die Frage auch bleibt, wie und was ist Mukosaheilung anhand dieser Beispiele? Ja, vielen herzlichen Dank. So, jetzt sind wir zurück. Die Diskussion müssen wir ein bisschen zurückstellen. Ich glaube, der Patient drüben liegt auf. Wir schalten mal schnell zu Herrn Probst, um Ihnen den zweiten Live-Fall zu zeigen. Ich hoffe, wir haben unsere Teilnehmer nicht überfordert. Jetzt vom Berat in das Kolon. Und jetzt geht es zurück in den Berat. Herr Probst, ich glaube, Sie haben auch einen spannenden Fall. Ja, guten Abend zusammen. Ja, ich denke schon, dass es spannend ist. Das ist ein Patient, der ist 62 Jahre alt und ist im Januar endoskopiert worden, eigentlich wegen Atemnot und Thoraxschmerzen, nachdem kardiale Ursachen ausgeschlossen waren. Und der Kollege hat einen Barrett-Esophagus festgestellt und hat dann eine etwas noduläre Schleimhaut biopsiert und dann kam raus schwere Dysplasie und weil das aber entzündlich überlagert war, hat er dann zunächst dem Patienten PPI verschrieben und das nach 4 Wochen nochmal kontrolliert, dann war die Entzündung weg. Die noduläre Schleimhaut war immer noch da und dann hat er nochmal biopsiert, dann war es noch leichte Dysplasie. Und dann hat er uns im Prinzip zugewiesen zur weiteren Planung. Und ich bin jetzt hier im Magen und wenn ich jetzt mal invertiere, dann schauen wir mal das Ganze von unten an. Also aus dem Magen raus, gehen wir zurück und wir sehen, dass auch dieser Patient eine Hernie hat. Also man sieht die Hernie hier ganz gut. Wenn man dann sich weiter zurückzieht, dann sieht man quasi schon von distal den Unterrand des Barrett. Ich gehe noch ein bisschen näher hin, dann sieht man, dass da, wo normalerweise das Plattenepithel beginnen soll, eben kein Plattenepithel beginnt, sondern das etwas gefäßreichere Barrett-Epithel. Man sieht den Übergang ganz gut und man sieht eigentlich auch ganz gut, dass es genau da beginnt, wo die Falten enden. Also das sieht man von unten meistens genauso gut wie von proximal. Also das ist mal so der Einstieg und dann mache ich das NBI wieder aus und gehe zurück und mache es eigentlich genauso, wie Herr Ebigbo es vorhin gezeigt hat. Ich schaue als erstes einmal, wie ausgedehnt der Barrett ist und wie ausgedehnt die Hernie ist. Gehe hier langsam zurück und komme dann hier an den Hernienunterrand. Da bin ich jetzt hier bei 39 cm und gehe dann langsam weiter zurück. Und die Hernie, die hat hier auch so ungefähr 3 cm. Man sieht jetzt schon so bei 1 Uhr, 2 Uhr, dass da diese Gefäße beginnen, die eigentlich den Übergang zum Barrett ausmachen. Man sieht es im Weißlicht ganz gut, dass sich die Schleimhaut hier verändert. Man sieht es im NBI meistens noch ein bisschen besser. Es ist einfach, die Barrett-Schleimhaut schaut ganz anders aus als die Magenschleimhaut, wo dann auch die Falten beginnen. Also das ist hier bei 36, also die Hernie ist auch ungefähr 3 cm lang, 36 bis 39. Und dann gehe ich weiter zurück im Weißlicht, wie vorhin schon gesehen, und schaue mal nur ganz grob die Ausdehnung. Man sieht hier immer wieder so Plattenepithelinseln innerhalb des Barrett und sieht dann hier, die zirkuläre Ausdehnung endet eigentlich hier. Bei 6 Uhr fängt hier die erste Plattenepithelzunge an. Da sind wir jetzt bei
ja, 32. Das heißt 36 bis 32, das heißt zirkulär 4 cm lang. Und dann sind die Zungen hier noch etwas länger. Das geht ungefähr bis hier bei 30, also nochmal 2 cm oben drauf. Das heißt, wir haben hier C4M6 Barrett. Das ist jetzt mal so die Grunddiagnostik. Und dann geht es natürlich darum, hat man Anhalt für Dysplasie oder Neoplasie. Und man sieht natürlich hier schon auf den ersten Blick fokale Läsionen innerhalb des Barrett-Epithels. Also man kann relativ unschwer erkennen, was der Kollege auch mit nodulärer Schleimhaut gemeint hat. Also im Prinzip zwischen ja, so 10 Uhr und 1 Uhr, oben so über ein Viertel der Zirkumferenz, sieht man, dass es da eine noduläre Erhabenheit gibt, die eben ganz anders ausschaut als jetzt zum Beispiel die Schleimhaut hier bei 3 Uhr. Also das ist schon mal, springt schon mal ins Auge. Und dann geht es natürlich darum, was ist es und wie ausgedehnt ist es. Und nachdem das Weißlicht hier das nicht nur dieses Noduläre zeigt, sondern im Prinzip noch was weiteres zeigt, wenn ich jetzt hier mal das so ein bisschen einfriere, man sieht, dass die Schleimhaut auf der rechten Seite viel heller ist oder viel, viel weißer ist als die Schleimhaut jetzt zum Beispiel bei 6 Uhr oder auch linksseitig, wo es Richtung dieser nodulären Veränderungen geht. Also eine gewisse rötliche Dyskoloration würde ich hier schon mal ja, vermuten. Also das Ganze ist hochsuspekt, dass nicht nur diese nodulären Areale neoplastisch sind, sondern womöglicherweise auch das in die flache Schleimhaut darüber hinaus sich ausdehnt. Und das ist immer ein bisschen so diese Tücke, dann tatsächlich den Rand dieser Neoplasie zu erkennen. Und im NBI wird es manchmal ein bisschen besser. Man sieht jetzt hier in diesen nodulären Anteilen, man sieht, das Relief ist irregulär, man sieht, die Gefäße sind irregulär. Also das ist relativ einfach, das zu diagnostizieren, dass hier was nicht stimmt. Man sieht hier zum Beispiel relativ schön den Übergang, wenn ich das hier noch vergrößere. Also jetzt in der Mitte vom Bild, das ist ein eindeutiges neoplastisches Areal mit einer ganz hohen Gefäßdichte und irregulären Gefäßen und aber nahezu fehlendem Relief. Also es gibt ja verschiedene Klassifikationen für den Barrett, aber das würde in quasi jeder Klassifikation als Neoplasie verdächtig erscheinen. Und wie gesagt, das ist hier dieser noduläre Anteil. Und dann geht es aber darum, wie weit geht in die Neoplasie. Und wenn ich dann hier weiter runter gehe, dann sieht man hier schon, man hat auch hier so eine Demarkationslinie. Also auch hier ist das, was jetzt unten im Bild ist, ist hochgradig verdächtig auf eine Neoplasie, aber hier schon in der flachen Schleimhaut. Also man sieht oben diese longitudinalen Gefäße, die dann relativ schnell abbrechen und dann in dieses hellere Areal übergehen, wo auch das Relief im Prinzip fehlt und die Gefäße sehr irregulär sind. Also vermutlich ist das hier auch Neoplasie. Und das ist natürlich was man jetzt nur mal, wenn man grob im Weißlicht diese Knoten anguckt, das würde man vermutlich übersehen. Also man muss dann schon sehr genau hingucken. Und je länger man dann hinguckt, umso besser sieht man es. Also man sieht jetzt zum Beispiel, dass das oben einen roten Streifen gibt und unten wird es ganz blass. Also sehr auffällig. Und auch links von den Knoten ist es ähnlich. Die Knoten enden ja hier. Aber die Schleimhaut links ist eigentlich auch nicht normal. Also auch diese Schleimhaut hier jetzt bei 4 Uhr ungefähr ist auch sehr irregulär und neoplasieverdächtig. Und hier kann man sicher auch eine Unterwasserendoskopie machen, weil das die linke Seite ist. Und da müssen wir jetzt wenig Angst vor Aspiration haben. Wenn man das vorsichtig macht, die Luft ein bisschen rausnimmt. Und ich denke, man kann es ganz gut sehen, auch das ist kein regulärer Barrett. Also auch das ist für mich hochgradig neoplasieverdächtig. Und welche Art der Dysplasie, Neoplasie, das ist das, kann man natürlich nur sagen, wenn man es resiziert, aber für mich ist es eigentlich in ganzer Ausdehnung ein sehr großflächiges Frühkarzinom, was hier diese Knoten bildet und was aber auch diese flachen Ausläufer hat. Und vermutlich ist nur die rechte Seite hier nicht neoplastisch. Also das ist relativ regulär hier. Das ist okay, das ist nicht neoplastischer Barrett. Der ist relativ flach, das gibt es aber, das ist eine Form des nicht-neoplastischen Barrett, der muss nicht immer so villös sein, aber hier fängt dann die Grenze an, also bei 12 Uhr wird es dann auffällig und ich denke, dass das hier die Grenze zur Neoplasie ist. Man kann es ganz gut sehen, die linke Hälfte des Bildes sieht ganz anders aus als die rechte.
Und ich glaube, dass hier bei 12 Uhr das vermutete Frühkarzinom endet. Das geht dann hier hoch. Hier, das ist alles neoplastisch. Das ist die Stelle, die wir vorher gesehen haben. Ja, und vermutlich ist nur rechts ein schmaler Streifen hier noch nicht neoplastisch verändert. Also das ist das, was man mit NBI und mit Weißlicht machen kann. Und wir können natürlich hier, weil es vielleicht doch ein bisschen schwer ist, auch mal die künstliche Intelligenz wirken lassen und vielleicht mal den Monitor von Herrn Mindl auf den Bildschirm legen. Vielleicht hilft es uns. Okay. Ja, so ähnlich hätten wir es auch gesehen, fast noch ein bisschen mehr. Mhm. Mhm. Ja, also auch die KI hat diese ganze linksseitige Zunge jetzt als Neoplasie verdächtig interpretiert. Und genau. Also es geht mal ein bisschen ähnlich in die Richtung. Irgendwo, wo sie diese flach war, die auch suspekt war. Jetzt machen wir oben noch diesen ganz flachen Anteil, der uns da vorhin ein bisschen auffällig erschienen ist. Was sagt die KI? Ja, nichts, oder? Ja, hier noch nicht, aber an den Stellen, wo Sie gerade beschrieben hatten, wo man so links und rechts den Übergang gesehen hat, falls Sie die nochmal finden. Also hier sieht man auch, schätzt unsere KI was. Und vielleicht noch ein paar Eckpunkte zu dem, was wir gerade sehen. Also unser KI-System verarbeitet aktuell die Szene mit 35 Bildern pro Sekunde. Das heißt, unser KI-System schätzt 35 Mal pro Sekunde, ob was jetzt hier gerade zu sehen ist. Und wir bilden dann nachträglich oder aus diesen Vielzahl von Ausgeben eben eine über die Zeit gemittelte Wahrscheinlichkeit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass an dieser Stelle eben wir eine Risikoläsion haben oder dass hier eben Krebs zu sehen ist? Und was Sie dann zentral sehen, ist eben, wenn unsere KI das einfärbt. Und hier ist es auch recht eindeutig. Also hier sieht man diese rote Einfärbung. Ich schalte mal nochmal um. Nicht erschrecken. Hier ist es jetzt ganz offensichtlich, was Ihnen unser System mitteilen will, aber vielleicht nicht mehr ganz so ersichtlich, was denn da eigentlich zu sehen war. Aber vielleicht noch ein Wort dazu, was wir hier noch im Bild sehen. Also auf der linken Seite vom Bild haben wir so ein bisschen in Regenbogenfarben links unten eine Ansicht, wo wir berechnen, wie viel Bewegung im aktuellen Bildmaterial vorhanden ist. Also wie viel Bewegung ist da und in welche Richtung bewegt sich das Bildmaterial. Und in der Anzeige drüber sieht man zum einen diskret, was wird gerade geschätzt, aber auch umrandet in Grau unsichere Regionen. Denn gerade wenn wir jetzt weitergehen, wenn KI mehr und mehr im Kommen ist, wird es sicher auch wichtig sein, nicht nur direkt wiederzugeben, was schätzt die KI, sondern auch, wo ist sich das System unsicher und wo haben wir gerade Eingabedaten, mit denen das System einfach nicht direkt umgehen kann, um den Untersucher nicht zu überwältigen mit einer Flut von Ausgaben, die dann in der Summe gar nichts mehr für ihn bedeuten. Aber hier sieht man trotzdem noch mal ganz gut, unser System ist sich relativ sicher, dass genau wie Dr. Probst, dass hier was zu sehen ist. Man hat schön gesehen, dass oben der Übergang eigentlich am deutlichsten war. Die ist nicht neoplastisch, genau. Das ist typischer regulärer Barrett. Eindrucksvoll. Sehr schön. Also Herr Probst, und hier unten fängt dann die Neoplasie aber relativ zügig an. Hier ist der Übergang. Ja. Ja, okay. Also ich glaube, das war jetzt sehr eindrucksvoll. Auch diese Insel im Plattenepithel ist sicher auch Neoplasie. Ja. Vielleicht können wir jetzt noch kurz... Wir könnten noch Essig zeigen, wenn noch Zeit ist. Auf der anderen Seite ist es gleich Viertel nach. Brigitte Schumacher möchte ja noch eine Zusammenfassung geben. Und im Moment diskutieren wollten wir auch noch. Ich glaube, das war so ein eindrücklicher Fall und bereits ohne Essig so super rausgearbeitet, wo die einzelnen Neoplasien sind, dass wir da vielleicht sogar noch drauf verzichten können, oder? Nee, sehe ich genauso. Wir haben eigentlich die Informationen, die wir brauchen schon. Ich glaube, Herr Probst weiß, dass Ihnen morgen ein langer Akt erwartet, oder Herr Probst? Was planen Sie morgen mit dem Patienten? Wir wollen ihm eigentlich die Neoplasie resizieren. Ja,
Aber also ich werde das alles fast auf eine zirkuläre ISD-Raum resizieren. Ja, ganz zirkulär versuche ich zu vermeiden wegen der Striktur und ich glaube, dass ich vielleicht rechts nur so einen Streifen retten kann. Dieser und wenn er auch da, noch ne? so schmal ist, ich versuche es nicht ganz zirkulär zu machen. Ja. Ich glaube, diesen Streifen hier rechts, das kann man riskieren. Und da, dann hat er da natürlich deutlich weniger Strukturrisiko. Ja. Aber die, das so drei Viertel der Zirkumferenz, wenn es locker wird. Ein bisschen was Grünes zu sehen. Ja, aber ich glaube, da hilft es tatsächlich nur mit Essig und mit dem Indigo und TXI, dass man so nochmals diese gesunden Areale, die man vielleicht zurücklassen kann, dass man die noch ein bisschen besser demarkiert und genau. Aber ich, Andrea, du hast recht, wir sind alle so fasziniert von diesen tollen Bildern. Wir wollen natürlich nicht bis tief in die Nacht hier unsere Teilnehmer noch warten lassen. Ich glaube, wir würden jetzt erstmal, Herr Probst, vielen Dank. Vielen Dank auch an das Team, das noch so spät hier in der Endoskopie aktiv ist. Das war jetzt wirklich sehr eindrucksvoll, was Sie uns gezeigt haben. Ich glaube, Thomas, du wolltest noch ein paar Pitfalls zeigen, bevor die Brigitte zusammenfasst. Genau, wenn wir ganz kurz umschalten. Wir sind ja jetzt durch Sigis wunderbare Bilder und die Probstsche Intelligenz schon vorbereitet. Also ist kein Problem mehr, aus dieser einzelnen Erosion ein Mucosa-Karzinom zu erkennen. Das ist ein wunderbares Sigi-Bild. Das haben Sie jetzt schon oder haben wir alle gelernt. Das ist das kleine Tüpfelige. Auch hier ein bisschen rot, näher hinschauen. Da wird es schon schwieriger. Wie Sie sehen, es wächst unter das Plattenepithel. Und es wird immer schwieriger und irregulärer und flacher. Und das war sogar ein T1-SM1-Karzinom. Also da wird einem schon ein bisschen blümmerant. Und deswegen müssen wir zugeben, dass der Barrett manchmal auch Verstecken spielt oder das Barrett-Karzinom, der Barrett-Tumor. Zum einen ist die Z-Linie, rutscht ja gern hinterher. Hier sehen Sie Bilder von oben, MBI, hier in Inversion, nicht ordentlich sauber gemacht. Das ist eigentlich normal, schwupps, wieder raus. Aber wenn man Gott sei Dank weiß, da ist was, findet man dann doch diesen durch eine genaue Einstellung und ruhige Zielführung, diesen nicht ganz kleinen Tumor, der gerade noch ein Mucosa-Karzinom war. Also einmal genau hinschauen, freispülen und dann sieht man es natürlich. Also die Z-Linie, eine gefährliche Gegend. Verstecken gespielt wird, wie Sie auch gesehen haben, gern unter dem Plattenepithel. Das kann dann manchmal wirklich, hier sehen Sie diese Inseln ganz diskret sein. Hier sieht man was durchschimmern. Das ist natürlich nicht immer was, aber gerne auch biopsieren. Nach dem Anspritzen kommt es dann manchmal ein bisschen deutlicher raus. Also das ist schon wirklich an der Grenze zur Erkennbarkeit. Und dann, was wir alle wissen, manchmal wird auch in der Pathologie Verstecken gespielt, wie in diesem Fall, den Sie hier sehen, wo man eigentlich nicht viel sieht, gefärbt und ich weiß nicht, da kann man streiten, da klingt die Färbung wieder ab. Und das ist dann die Histologie-Arie auswärts Low-Grade, Nachbefundung, multiple High-Grade, ein Karzinom, erste EMR, nichts, zweite EMR, einmal Low-Grade, dann Entzündung, das wieder nachbefundet, zwei Mikrokarzinome, aber eben nicht bei 12 Uhr, sondern ganz was anderes und sonst Entzündung. Also die Pathologie ist sich da auch nicht immer so sicher, wenn da mehrere draufschauen. Das kennen wir alle, das ist nicht häufig, aber muss man einpreisen. Und deswegen gibt es auch ab und zu falsch Positive. Und mit dem, was wir jetzt gelernt haben, glaubt man da ja auch was zu erkennen. Oh, da ist was und hier ist vielleicht nicht ganz scharf. Und dann färbt man, hier sehen Sie schon dann nach den 5 Minuten, wie das alles abklingt. Aber mit es ist ähnlich wie der Fall bei Sigi, waren dann EMR und Follow-up negativ. Was dann da wirklich passiert, ob tatsächlich die Biopsie dann das Karzinom schon abgetragen hat, wagt man zu bezweifeln. Aber Sie sehen, Unklarheiten gibt es in einem kleinen Prozentzahl bei den Endoskopikern, aber auch bei den Pathologen. Und damit will ich es bei den Unklarheiten belassen, Helmut. Und ich glaube, wir lassen Brigitte dann das letzte Wort sprechen. Genau, so machen wir es. Vielen Dank, Thomas, nochmal für diese wichtigen Tipps und Tricks und Pitfalls. Ich weiß jetzt, der Endoskopieraum, möchtet ihr nochmal kurz was zeigen? Sonst machen wir mit Frau Schumacher weiter. Nee, ich glaube, Herr Probst hat die angefärbt. Aber ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit. Herr Probst, ein Blick ganz kurz, wie schaut es aus? Ja. Gibt es noch Neuigkeiten? Ja, der Essig hat jetzt nicht so viel mehr gebracht. Der Essig hat, wie Herr Bigbo gesagt hat, die Gefäße verschwinden lassen. Man sieht das Relief etwas besser, aber viele Stellen waren einfach anhand der Gefäßarchitektur besser zu erkennen. Also in dem Fall ist der Essig jetzt nicht
Nicht wahnsinnig, kein wahnsinniger Zugewinn. Das gibt es auch. Also okay. Es ist schon entscheidender, es vorher wirklich gründlich überall anzugucken, weil die Gefäße dann einfach weg sind. Ist ja auch eine Botschaft, dass man alle Techniken, die man sozusagen im Repertoire hat, einsetzen kann, um das dann sicher zu resizieren. Okay, also dann vielen Dank, Herr Probst. Wir lassen Frau Schumacher zu Wort kommen. Brigitte, du fasst mal so ein bisschen deine Eindrücke zusammen und gibst uns einen Überblick, was so gängige Praxis ist, ob Hamburg, Berlin, Wiesbaden, Augsburg, ob wir alles das so richtig machen und interpretieren oder ob du andere Erkenntnisse hast. Vielen Dank, Helmut. Kann man mich schon hören? Ja, oder ja. Noch nicht? Ja, okay. Ich versuche mal, erstens euch mein großes Lob auszusprechen, weil ich glaube, dass alle wichtigen Punkte beleuchtet worden sind und auch sehr schön und didaktisch gut dargestellt. Also Gratulation an alle. Im Grunde ist eigentlich alles gesagt. Und ich versuche jetzt noch mal, das so ein klein bisschen runterzubrechen auf die oder für die Kollegen, die vielleicht auch anfangen und vielleicht noch mal ein bisschen Struktur brauchen, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und in meinen Augen ist nach wie vor wichtig, dass wir wissen, über was wir überhaupt sprechen. Und wir setzen das immer so voraus, der Barrett-Schleimhaut, aber was das ist und wie er letztlich aussieht, sehr schön gezeigt ja in den Live-Demonstrationen. Aber wir wissen, dass das eben diese lachsfarbenen Ausläufer sind, wo das Plattenepithel ersetzt ist durch ein intestinales metaplastisches Zylinderepithel. Und wir sprechen auch nur dann von einem Barrett, wenn die Länge von einem Zentimeter oberhalb des gastroösophagealen Überganges überschritten ist. Nochmal, das glaube ich, ist wichtig. Das notwendige Untersuchungsinstrumentarium und auch die Methoden hier nochmal nur kurz zusammengefasst. Ich glaube, was wichtig ist, dass der Patient ausschließlich in Linksseitenlage untersucht wird, damit wir bestimmte Kriterien einhalten können. Also nicht in Rückenlage, nicht in Rechtsseitenlage, das wird ja hoffentlich überhaupt keiner machen, aber in Rückenlage sieht man auch in einigen Kliniken manchmal, ich würde vorschlagen, in Linksseitenlage und den Patienten wirklich auch zu sedieren. Es bietet sich an, ihn in Propofol-Sedierung zu untersuchen. Lassen Sie sich nicht täuschen von Patienten, die meinen, sie würden in sich ruhen und das Ganze ohne Sedierung über sich ergehen zu lassen. Ich glaube, dass das nicht möglich ist und meine Erfahrung spricht auch dagegen, weil sobald wir Luft in den Ösophagus oder möglicherweise auch in den Magen gehen, kommt es eben doch zu diesen Luftaustritten, zu den Rülpsern, zu Aspirationsgefahren. Und von daher, ich würde den Patienten immer in Propofol-Sedierung untersuchen, um dann auch eine bessere Sicht zu haben und auch, was die Peristaltik angeht, ein bisschen mehr Struktur da reinzubringen. Was wir brauchen, ist auch klar geworden, wir brauchen High-Definition-Endoskopie. Wir können also nicht mehr mit den alten Geräten, die sollten wir einfach nicht mehr einsetzen. Und was wir zusätzlich brauchen, ist die Chromoendoskopie. Nach wie vor das preiswerteste und das in meinen Augen auch das effektivste Mittel, um schnell ein Barrett diagnostizieren zu können. Und hier brauchen wir natürlich Sprühkatheter und Färbemittel. Hier würde ich eben Indigocamin mit zusätzlich hinzufügen und nicht und auf Methylenblau verzichten. Die virtuelle Endoskopie ist natürlich für die Einteilung, um eine Klassifikation von der Oberfläche zu machen. Die Bing-Klassifikation ist ja angesprochen worden. Die können wir hier mit dem Narrowband-Imaging oder FICE oder iScan, je nachdem, welche Firma Sie da benutzen. Hier kriegen wir zusätzliche Informationen. Das zeige ich Ihnen gleich noch.
Und aber das ist eigentlich das Wichtigste, das, was so profan ist. Ne? Auch das ist angesprochen worden. Herr Messmann hat versucht, das anhand nochmal von einer Publikation zu erläutern. Da zeige ich Ihnen das nochmal. Das heißt, wir brauchen die Zeit, die wir uns zur Diagnostik nehmen können. Und das war die erste Arbeit 2012 schon, die das ziemlich gut untersucht hat, indem sie 11 Experten Patienten haben untersuchen lassen. Und was sie gesehen haben, die haben Cut-off gemacht bei einer Minute Untersuchungszeit pro Zentimeter. Das war eine Gruppe. Und da sehen Sie hier, was hier diagnostiziert worden ist, nämlich suspekte Läsionen in 13,3 und hier Heilgrad oder gar Karzinome in relativ geringen Anzahl. Aber wenn dieselbe Gruppe letztlich ihre Untersuchungszeit erhöht, über eine Minute pro Zentimeter, dann vervierfacht sich im Grunde genommen die Anzahl der erkannten dysplastischen Veränderungen. Dann gibt es zahlreiche Arbeiten. Herr Messmann hat das eben angesprochen, da die Untersuchung von Herrn Sharma. Der hat dann Cut-off 8 Minuten genommen. Da gibt es eine Arbeit mit 3 Minuten Cut-off und so weiter. Im Grunde sagen die alle das Gleiche aus. Zeit mindestens mehr als eine Minute, um einen Patienten zu diagnostizieren pro Zentimeter Barrett. Kommen wir zu der, auch das ist sehr schön rausgekommen in der Live-Demo, die Bestimmung des gastroösophagealen Übergangs. Und das ist hier, glaube ich, nochmal ganz schön zu sehen aus dieser, bei diesem Bild hier. Hier haben wir die proximalste Ausdehnung der Magenfalten in Deinsufflation. Das heißt, Sie müssen die Luft absaugen und dann können Sie eigentlich erst erkennen, wo fängt der Barrett an und wo hört er auf. Und was eben auch entscheidend ist, wenn Sie ein langes Barrett-Segment haben, noch viel größer vielleicht, die Z-Linie ist nicht identisch mit dem gastroösophagealen Übergang, sondern es ist die Demarkation des Plattenepithels zum lachsfarbenen Zylinderepithel. Sehr schön live gezeigt. Ich glaube, das haben wir alle verstanden. Jetzt noch mal zur Ausmessung des Barrett-Epithels. Wieso ist das wichtig? Und das ist deshalb wichtig, damit wir alle eine Sprache sprechen. Das heißt, wenn ein Patient in Essen untersucht wird oder in Augsburg oder wo auch immer, und ein Barrett diagnostiziert wird mit Längenausdehnung, dann müssen wir eben alle die gleiche Klassifikation anwenden. Und das ist die Prag-Klassifikation. Die gibt es ja seit 2006 und ist sehr gut validiert, nicht evaluiert, sondern validiert, wo gezeigt werden konnte, dass eben bei sehr vielen Patienten die Endoskopiker zum gleichen Ergebnis kommen. Und das ist hier nochmal schön zu sehen, wie schon in Augsburg eben gezeigt wurde, wir unterscheiden anhand des ösophagogastralen Übergangs, da fangen wir an. Und dann gibt es den zirkulären Barrett mit C und dann die maximalste Ausdehnung mit M, also die maximalste Zunge, die dann mit M bezeichnet wird. Also hier C4 meinetwegen und C5. Das muss klar sein. Die Klassifizierung des Barrett-Epithels, auch das habe ich eben schon mal angedeutet, das bezieht sich letztlich, was sehr, sehr einfach ist, finde ich, und für die Praxis Gewinn bringt, ist diese Bing-Klassifikation. Es gibt noch eine japanische Klassifikation, die ein bisschen komplizierter ist, aber das hier, das ist einfach. Und das können wir uns sehr schön einprägen, denn hier werden nur unterschieden die nicht-dysplastischen Veränderungen und die dysplastischen Veränderungen. Einmal bezogen auf die Mucosa. Hier geht es nur darum, ist die Mucosa regulär? Oder gibt es hier Dysregulationen, ob da irgendwelche Narben oder kleine Auffälligkeiten drin sind, so wie Herr Probst das gezeigt hat. Oder
haben wir, und das zweite Kriterium sind die Gefäße, die wir beurteilen können, ob die regulär verlaufen oder ob wir pathologische Gefäße haben, ob die Gefäße abbrechen. Und damit kann man, wenn man diese einfachen beiden Kriterien unter NBI benutzt, dann haben wir eine Treffsicherheit zumindest mit 80% und eine hohe Spezifität von 88%. 2016 schön publiziert. Dysplastische Veränderungen, also in Richtung höhergradige Dysplasien oder auch das Adenokarzinom, auch hier sollten wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass wir die Paris-Klassifikation nicht außer Acht lassen. Und die ist uralt, ja, die ist jetzt über 20 oder fast 20 Jahre alt. Und das, was wir brauchen, sind eigentlich diese Typ 2, 2a, b und c, weil das sind die häufigsten, das heißt diese erhabenen, diese im Schleimhautniveau und auch diese eingesenkten. Und häufig gibt es eben auch diese Kombinationen. Aber wenn wir das richtig klassifizieren, weiß der nächste Untersucher, auch wenn ich als Erstuntersucher das möglicherweise nicht abtragen kann, aber der nächste weiß, um was es geht. Und das qualifiziert uns als Endoskopiker. Nun, die Detektion von Dysplasien ist das nächste Problem, was gar nicht so einfach ist. Und dieses Seattle-Protokoll, viele rollen mit den Augen, ich auch, muss ich gestehen, aber es gibt nach wie vor diese Guidelines, die daran festhalten und das nicht ohne Grund. Also bisherige Standarddiagnostik. Und hier ist das nochmal schematisch aufgezeigt. Das heißt, man beginnt 2 Zentimeter oberhalb der Mangfalten und dann nimmt man Biopsien im Uhrzeigersinn und immer 2 Biopsien mindestens, aber in getrennte Töpfchen und die bitte auch beschriften. Und dann alle 2 Zentimeter. Das ist extrem lästig, insbesondere wenn man einen langen Barrett hat, ist aber möglicherweise noch der Standard. Was möglich wäre, ist eine Verbesserung durch die Chromoendoskopie, ohne dass man diese das Seattle-Protokoll macht. Und hier sehen Sie nochmal einen Barrett, auch hier mit einer großen Hernie. Und hier nach Gabe von Essigsäure. Und hier sieht man eigentlich diesen Bezirk, der hochgradig auffällig ist. Und wenn man die Daten anguckt, eine Meta-Analyse, die 16 rausgekommen ist, die hat das eigentlich schon zeigen können, an einer großen Anzahl von Patienten, dass die gepoolte Sensitivität bei 92% liegt, Spezifität bei 96%. Das heißt, hier hat die Chromoendoskopie ihren Stellenwert. Und das Beste, auch das wurde versucht eben zu zitieren, das ist diese Arbeit 2020 in Endoskopie publiziert, was randomisiert nun ist. Und gerade die randomisierten Studien Essigsäure versus Quadrantenbiopsien haben in N gleich 200 Patienten immerhin herausgefunden, dass sie den normalen Quadrantenbiopsien nicht unterlegen sind in der Detektion von Karzinomen, High-Grade oder Low-Grade. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aussage. Das andere, virtuelle Chromoskopie, das habe ich Ihnen versucht eben zu zeigen. Hier die Bing-Klassifikation eigentlich ganz schön angewandt. Sie sehen hier diese normale Oberfläche ganz regulär. Das heißt, hier ist nicht der geringste Verdacht, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber hier, und das fällt eigentlich sofort auf, sowohl an der unruhigen Oberfläche, die Mucosa ist beschädigt, aber auch die Gefäße brechen hier ab. Also das heißt, das wäre im Sinne der Bing-Klassifikation hochgradig verdächtig auf dysplastischen Barrett. Und auch hier gibt es diese randomisierte Studie und auch die konnte zeigen, dass es unter NBI deutlich weniger Biopsien notwendig macht, um dysplastische Veränderungen zu erfassen, wenn man diese Klassifikation beherrscht und dann gelernt hat, damit umzugehen.
komme ich zum Schluss. Für mich ist wichtig, und das möchte ich weitergeben, und dass wir Lokalisation und die Identifizierung des gastroösophagealen Überganges angeben müssen. Das heißt, es muss Höhenangaben geben bei begradigtem Endoskop, bei Patient in Linksseitenlage und das, was ich gesagt habe. Die Höhenangabe der Z-Linie ist unerlässlich, um den Barrett wirklich gut auszumessen. Die Länge auch der möglichen Hiatushernie, die Ausdehnung, die Barrett-Ausdehnung gemäß der Prag-Klassifikation, die müssen wir anwenden. Das ist Standard heutzutage und das sollten wir tun. Bei der Erstdiagnose sollten immer PEs entnommen werden und die erkennbaren Dysplasien, wie gesagt, Höhe und Uhrzeit bei begradigtem Endoskop angeben, sonst kann man es hinterher nicht mehr nachvollziehen. Und wenn Sie Quadranten-PEs machen, bitte getrennte Biopsien von jeder Uhrzeit mit genauer Beschreibung der Lokalisation. Damit wäre ich fertig. Ja, liebe Brigitte, vielen Dank. Ich denke, du hast das ganz toll zusammengefasst und auch noch ein paar Basisbausteine uns gut herausgearbeitet und wissenschaftlich unterlegt. Wir sind jetzt 6 Minuten über der Zeit, aber wir wollten auch noch diskutieren. Und ich würde jetzt gerne in die Runde stellen, was machen wir mit den Quadrantenbiopsien? Macht es wirklich? Jeder von uns können alle mal sagen, machen Sie Quadrantenbiopsien? Ja, nein. Und wenn, warum? Brigitte, magst du anfangen? Ja, kann ich machen. Wenn ich ehrlich bin, mache ich das selten. Ich weiß, jetzt kommt der Shitstorm vielleicht, aber ich glaube, wo wir die Quadrantenbiopsien wirklich brauchen, das ist bei dem kurzen Barrett, ne, wo man vielleicht nicht so gute Sicht hat und wo wir beim Short-Segment-Barrett würde ich zum Beispiel Quadrantenbiopsien machen und das auch gut bestimmen. Wenn ich aber ein langes Barrett-Segment habe, so wie das in der Live-Demo gezeigt wurde, da ist in meinen Augen die Essigsäure und auch das Indigokamin viel, viel aussagekräftiger. Da sehe ich sofort, wenn ich keine regelmäßige Oberfläche habe und da kann ich dann ganz gezielte PEs entnehmen. In meinen Augen ist das preiswerter, schneller und viel, viel, wie soll ich sagen, praktikabler als dann Seattle-Protokoll zu machen. Barrett mit 12 Zentimeter, ja, wie viel wollen wir den denn da rausnehmen? Und da wird man arm, wenn der Pathologe das bezahlt haben möchte. Thomas, was sagst du? Also das waren jetzt ja eigentlich 2 Fragen. Soll man gucken oder random biopsieren? Da kann man bis morgen abends drüber streiten. Ich bin ein bisschen skeptisch mit der Optik, das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist aber, wie biopsiert man? Biopsiert man tatsächlich einmal rum oder lieber hoch? Und longitudinal und aus Sicht dessen, der das dann resizieren muss und wo man es vielleicht nicht so gut sieht oder alles ist ein bisschen unregelmäßig, wäre ich ganz stark dafür, und so machen wir es auch, dass wir longitudinal biopsieren, lieber dann 5 Zentimeter in einen Topf, aber bei 12 Uhr. Und so haben wir 4 Töpfe, aber die sind longitudinal. Wenn der Barrett sehr lang ist, teilen wir das nochmal durch 2 und haben 8 Töpfe. Aber zumindest, wenn man das Gerät gerade hält und sich orientiert und so, hat man dann eine Vorstellung, wo die nicht sichtbare Dysplasie sein könnte. Sigi, wie schaut es bei dir aus? Also deine Frage war ja, wie ich es mache. Lieber besser gucken und weniger biopsieren und gezielt biopsieren. Aber ganz ohne PE geht es nicht. Mhm. In welchen Aber Fällen würdest du mal noch Quadrantenbiopsie machen? Ich sag mal so, wir hatten jetzt letztens einen Patienten, da ist nachgewiesen worden, der hätte ein Karzinom. Und das ging auch zum Referenzpathologen und ich habe nichts gesehen in diesem Barrett. Da haben wir ihm PPI gegeben, da haben wir hinterher nochmal geguckt und dann waren da kleine Defekte, die vielleicht Biopsiestellen waren. Da habe ich dann nochmal gezielt diese PE-Stellen biopsiert und da habe ich Quadranten-PEs gemacht. Wenn ich es aber perfekt sehe und gut aussieht und er hat bisher keine Dysplasien gehabt, warum dann Quadranten-PEs machen? Aber nur, wenn Zweifel sind.
Helmut, wie schaut es bei dir aus? Also ich bin eigentlich kein Fan des Seattle Biopsy-Protokolls. Wir machen eigentlich schon routinemäßig Essigsäure. Wie der Sie gesagt haben, nehmen uns wirklich Zeit und weniger ist oft mehr. Man, es ist zwar immer noch in den Leitlinien drin, die Bing-Studie hat eigentlich auch gezeigt, dass der negative Vorhersagewert 94% ist. Wenn man eine normale Mukosa sieht, wird man nicht biopsieren. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Hautarzt und du musst ein Muttermal-Screening machen. Du biopsierst doch nicht die ganze Haut. Gezielt werden die angeschaut und gezielt biopsiert. Und ich glaube, das gehört längst in den Leitlinien aufgenommen. Ich bin überrascht, wie lange man an diesem Seattle-Biopsy-Protokoll noch festhalten möchte, wodurch die Techniken mittlerweile so gut geworden sind. Ja, sehe ich ja ganz genauso. Ich muss es jetzt natürlich auch sagen, wir machen auch keine Quadrantenbiopsien, nur ganz, ganz selten in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel so eine Low-Grade, die man suchen muss, wo man überhaupt nichts findet. Aber ansonsten sind wir auch völlig davon weggekommen, denn die Daten sind überzeugend. Wir haben hohe negative prädiktive Werte für Bing-Klassifikation für Essig. Da sehe ich jetzt auch keinen Sinn mehr drin, so viele Biopsien zu nehmen. Ja, sind wir uns ja dann doch wieder alle einig, oder? Darf ich trotzdem kurz widersprechen? Also das kommt ja ganz drauf an, in welchem Setting. Und wer sich diese stundenlange Barrett-Betrachtung leisten kann, für den stimmt es vielleicht und ein tolles Endoskop hat. Aber wenn man wenig Zeit hat, dann lieber ein paar Biopsien entnehmen, als zu sagen, ach, da ist nichts. Also das ist ja so ein bisschen Elfenbeinturm-Philosophie. Ja, auf der anderen Seite, wenn, so wie Brigitte sagte, man 10 cm Barrett hat und da wirklich nach dem Seattle-Protokoll biopsiert, das kostet viel Zeit, dann kann ich die Zeit auch für eine genaue Inspektion verwenden. Genau. Darf ich nochmal den Helmut was fragen? Helmut? Klar. Ich habe jetzt eine schöne Konsensus-Konferenz, leider das letzte Dia vergessen. Das ist noch hinten dran, das können wir noch einblenden. Aber mich würde interessieren, du hast ja, ihr habt das ja publiziert jetzt in Gastroenterology und was ich nach der Delphi-Methode, das, was ich ja prinzipiell ziemlich gut finde, aber zu welchem Konsens, da geht es ja um die Barrett-Diagnostik und da geht es um Konsens von vielen Experten. Es gibt ja unglaublich viele Experten, was den Barrett angeht. Und zu welchem Ergebnis sind die denn gekommen? Ja, ich sagte ja, ist nach wie vor, das Seattle-Biopsy-Protokoll, glaube ich, bleibt bis in alle Ewigkeit der Standard. Wenn wir nicht irgendwann mal mit einer, und ab der Abbott-Trial hat es eigentlich gezeigt, ja, dass das genauso effektiv ist mit ein Zehntel der Biopsien. Deswegen wundert es mich, dass man sich in den Guidelines, und ihr seid ja auch alle in Guidelines vertreten, das ist ja manchmal, Experten stimmen ab, geht ja manchmal zu wie auf dem Bazar, kommt man sich vor, weil halt doch der Experte nochmal seine eigene Einschätzung mitgibt. Dennoch, wie gesagt, auch hier haben wir jetzt keinen eindeutigen Konsens und können nicht jetzt die Zuhörer heimschicken und sagen, macht bitte kein Seattle-Biopsy-Protokoll. Es ist noch der Goldstandard. Mich würde die Frage an euch noch interessieren, wenn jemand so einen langen Barrett hat, soll man mit Kappe untersuchen? Ist das für euch schon ein Muss oder würdet ihr sagen, nee, also das braucht es nun jetzt wirklich nicht? Also ich würde ganz klar sagen, wenn man ein gutes Endoskop hat, die Kappe hilft nochmal unheimlich, weil man wirklich fokal die Areale sehr gut stabilisieren kann. Und nicht ohne Kappe rutscht man häufig drüber hinweg. Und deswegen, wenn es um Barrett-Diagnostik geht, wenn es darum geht, Dysplasie zu suchen, immer mit Kappe. Aber sitzen wir da nicht vielleicht schon an der anderen Stelle? Uns werden ja die Patienten zugewiesen und wir sollen die Neoplasie suchen. Kann man das wirklich für den Niedergelassenen in der Praxis fordern? Also ich nehme auch nicht die Kappe von vornherein, sondern gucke erstmal, ob ich es nicht auch so sehen kann. Also wenn ich einen zugewiesen bekomme zu Dysplasie suche, dann habe ich die Kappe dabei. Wenn ich eine Anführungsstriche 0815 Gastroskopie mache, habe ich natürlich keine Kappe dabei. Ich finde... Aber du würdest dann, wenn du jetzt... Entschuldigung, Brigitte, bitte. Ja, sag du ruhig, ich warte noch. Ladies first, ich bitte. Echt? Okay, also ich meine, so eine Kappe ist dann unheimlich wichtig, wenn man eine große Hernie hat.
ne, dann kann man, wenn man dann wirklich den unteren Teil wirklich gut diagnostizieren will, damit kriegt man Ruhe rein. Das heißt, dann ist dieser Prolaps nicht so sehr da. Aber ansonsten, wenn das ein normaler Barrett ist, meine Mitarbeiter sehen das völlig anders als ich. Ich weiß das. Und wenn die jetzt zugucken, dann finden die das ja gar nicht gut, dass ich das jetzt sage. Also ich mache das meistens ohne Kappe. Aber alle benutzen sonst bei uns eine Kappe. Also in Richtung Sigis Meinung. Also ich meine manchmal, dass das ein bisschen übertrieben ist und dass man eigentlich, wenn man ganz gut endoskopieren kann, das eigentlich gar nicht nötig ist. Okay. Gut. Ja, ein Schlusswort. Ich denke, es ist 18:45 Uhr. Das heißt, wir haben eine Viertelstunde überzogen. Wir haben ein bisschen, aber ich glaube, diese Bilder und die Diskussion waren es jetzt auch wirklich wert. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Und ja, ich würde Sie sehr gerne einladen zur nächsten Sitzung, die am 21.06. stattfindet zum Thema Kaltschlinge. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch, Ihnen allen schönen Abend zu wünschen und zu bedanken, dass Sie so lange zugehört haben. Genau. Ich hoffe, Sie haben alle ein bisschen was mitgenommen. Ich habe noch einen kleinen Videoclip dabei, dass Sie nicht den gleichen Eindruck haben wie der Herr jetzt. Ich hoffe, das Video läuft. Ein rechter Scheißdreck war es, altmodisch bis provinziell war es, das war's. Ich weiß nicht, ob man den Anfang gesehen hat, sonst wiederhole ich es nochmal. Helmut Fischer in seiner unnahmlichen Art. Okay, ich glaube, die meisten haben es gesehen. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, unsere Teilnehmer empfanden es nicht als Scheißdreck, wie man in Bayern sagt, sondern sie haben es ein bisschen genießen können. Wie gesagt, es war ein Experiment, Endoskopie for you oder Endo for you. Wir wollen so ein bisschen eine Kombination Ihnen zeigen aus den aus großen Live-Centern, aber auch mit Experten zusammen Themen diskutieren, durchaus so ein bisschen auch praxisrelevant bleiben, was bei den Live-Demos ja oftmals ein bisschen kurz kommt. Hier hat man wirklich die Zeit, mal eine gute Stunde wie heute ein Thema zu vertiefen. Ich glaube, das ist nicht nur für unsere ganz Jungen, für die wir diesen schönen Hintergrund generiert haben, sondern ich glaube, für jeden Endoskopiker wichtige Erkenntnis, wie man Barrett-Diagnostik macht. Ich schließe mich den Worten von Andrea May an, bedanke mich auch bei Brigitte Schumacher, Sigi Feis und natürlich Thomas Rösch, mit dem wir das zusammen initiiert haben, bedanke mich bei unseren beiden Sponsoren, der Firma Epfi, Firma Olympus, bei meinem Team, die doch jetzt noch ein bisschen Überstunden machen mussten und vor allem auch unseren Patienten, die bereit waren mitzumachen. Und als kleinen Absacker, wie man so schön sagt, haben wir dann doch noch das Video für Sie, was wir in der Halbzeit abrupt unterbrochen haben, damit wir in die Live-Sendung gehen konnten. In diesem Sinne sagen wir von hier aus schon mal alle Tschüss. Bleiben Sie noch dran. 3 Minuten von diesem Video geht es nochmal in den unteren GI-Trakt und dann sehen wir uns im Juni wieder. Tschüss zusammen. Tschüss. Vielen Dank. Den letzten Fall, Frau Manta, den Sie gezeigt haben, das ist ein Patient von gestern, den wir untersucht haben. Die anderen Bilder haben ja eigentlich endoskopisch eine normale Mucosa gezeigt und mit Gefäßarchitektur und sonst auch keine Schwellung. Wenn man sich dieses Bild anschaut, ist die Gefäßarchitektur eigentlich nicht da. Vielleicht können wir das Bild nochmal einschalten. Also hier, man sieht zwar Gefäße, aber es ist relativ verschwommen und die Schleimhaut ist auch geschwollen. Deswegen meine erste Frage an Professor Samuel Huber, auch vom UKE, und natürlich dann auch an Frau Mantai in der gemeinsamen Diskussion. Was ist Mucosa-Heilung? Ja, lieber Thomas, vielen Dank für die freundliche Einführung und die Einladung. Was ist Mucosa-Heilung, wie sie definiert? Und warum ist uns die Mucosa-Heilung so wichtig? Das wollen wir diskutieren. Bei dem Fall 4, den wir gerade gesehen haben, würde ich sagen, es liegt keine Mucosa-Heilung vor. Die Mucosa-Heilung ist primär definiert nach dem endoskopischen Bild. Und schon bei diesem endoskopischen Bild können wir sehen, dass keine Mucosa-Heilung vorliegt. Die Frage, die wir uns natürlich stellen, ist, inwieweit brauchen wir die Histologie? Und inwieweit ist die Histologie wichtig, um zu sagen, dieser Patient
ist in einer Mukoseheilung. Und für diese Frage habe ich mal zwei Arbeiten mitgebracht. Das eine ist die STRIDE-2-Studie oder STRIDE-2-Kriterien, die in Gastroenterology publiziert werden, die sich eben damit beschäftigt haben, was ist denn eigentlich das Ziel unserer CED-Therapie, Treat-to-Target-Strategie. Und hier eben auch auf das endoskopische und das histologische Bild eingegangen sind. Und es hat sich basierend auf vielen Studien gezeigt, dass das endoskopische Bild und die mukosale Heilung basierend auf dem endoskopischen Bild ein sehr wichtiges Therapieziel ist und dass die Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die eben eine mukosale Heilung erreichen, ein besseres Outcome, eine bessere Prognose haben. Und zur Kategorisierung werden hier die Scores, die endoskopischen Scores für Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, eben der UCIES oder der SES-CD verwendet. Und basierend auf denen wird eine mukosale Heilung definiert. Darüber hinaus gibt es natürlich auch das histologische Assessment, die histologische Beurteilung, die aber in diesen STRIDE-2-Kriterien noch nicht als Kriterium vorgesehen ist. Warum ist das so und für welche Patienten könnte das doch eine Rolle spielen? Es gibt einfach noch nicht genug Studien, die gezeigt haben, dass eine tiefe Remission, also wenn histologisch auch eine Remission vorliegt, dann sprechen wir von einer tiefen Remission, wirklich mit einer besseren Prognose, was die Rezidivhäufigkeit der chronisch entzündlichen Darmerkrankung angeht, einhergeht. Aber es gibt Studien, die eben vermuten lassen, dass eine tiefe Remission, also nicht nur auf endoskopischer, sondern auch auf histologischer Basis, ein protektiver Faktor sein könnte für das Entwickeln von dysplastischen Regionen. Und das ist in dieser Arbeit, die ich einmal kurz vorstellen will, gezeigt worden, die in IBD publiziert wurde, wo eben untersucht wurde, inwieweit korreliert das histologische Ansprechen auf die Therapie, also die histologische Remission mit der Entwicklung von dysplastischen Regionen. Die hat sich eben gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dysplastische Läsionen zu entwickeln, sehr viel geringer ist, wenn auch eine histologische Remission vorliegt. Also muss ich mir überlegen, was habe ich denn für einen Patienten und was will ich erreichen? Ist das ein junger Patient, bei dem ich Angst davor habe, dass er ein Kolonkarzinom entwickelt, bei dem ich dann eher auf eine histologische Remission und nicht nur auf eine endoskopische Remission abzielen würde? Oder ist das schon ein älterer Patient, bei dem das Risiko, ein Karzinom zu entwickeln, geringer ist, aber das Risiko, dass er Nebenwirkungen der Therapie hat, höher ist? Und mit diesem Patienten wäre ich eher zurückhaltend, was dann eine Therapieverschärfung anbelangt. Ja, vielen Dank. Eines ist mir noch aufgefallen, Samuel, der Score unter 3 ist ja noch ein bisschen was. Während wir vorher ja gesagt haben, so ein bisschen verwaschenes Bild sieht zwar schon ganz gut aus, ist dann eigentlich noch keine endoskopische Remission. Ist das einfach so, dass wir da noch Konsensus finden müssen oder waren die da zu wenig streng? Ja, ich glaube, es gibt einen gewissen Graubereich. Und wir alle wissen, dass das Scoring natürlich auch untersucherabhängig ist. Und diese Definition tut, glaube ich, dem Genüge, dass es einen Graubereich gibt, der noch weitere Sicherheit braucht. Und eben auch immer dieser Unsicherheit geschuldet ist, wie viel erreiche ich jetzt mit einer Verschärfung der medikamentösen Therapie und wie viel profitiert dann der Patient davon, Nutzen versus Risiken. Und ich glaube, hier sollte sich in meinen Augen die Strenge der mukosalen Heilung wirklich nach dem Patienten und nach den individuellen Gegebenheiten des Patienten richten. Ja, vielen herzlichen Dank an beide für diese schöne Übersicht, Bilder, Studien. Ich nehme so ein bisschen mit, es gibt vielleicht so pragmatisch 3 Stufen. Das eine ist, wie in unserem letzten Bild, eine Mukosa-Fastheilung, dann eine Mukosa-Heilung, wirklich mit Gefäßarchitektur und allem, was dazugehört, aber noch keine ganz normale Histologie und dann die Superheilung mit allen 3. Richtig. Das ist die kurze Zusammenfassung und man muss sich jetzt überlegen, was möchte man bei welchem Patienten. Und da ist wichtig zu beachten, dass wir doch individuelle Patienten behandeln und das Behandlungsziel dann auch individuell festgelegt werden muss, basierend auf Nutzen-Risiko auch der Medikamente, die dieser Patient dann bekommen muss. Es wird ja auch so ein bisschen, vielleicht ist es für Studien auch wichtig, das so zu erfassen, was da eigentlich passiert und wie das dann korreliert, ne? Ja, da gibt es noch Luft nach oben, muss man sagen, gerade was die histologische Vollremission anbelangt. Dann gibt es noch wenige Studien, die das endoskopische Bild, das histologische Bild miteinander vergleichen und sehen, inwieweit korreliert das denn immer oder nur manchmal und inwieweit ist denn diese Divergenz, wenn es sie denn gibt, klinisch relevant.